ich führe so viele Selbstgespräche, wo dann immer die Sache ist, wo ich die Aufzeichnung nicht einschalte und wo ich sage, das wäre jetzt wieder eigentlich so hervorragend gewesen für unreife Geistesfunken. Und es ist ja alles tausendmal gesagt. So ist es. Es reduziert sich runter auf ganz einfache Erkenntnisse. Ja. Und auch hier setze ich jetzt wieder vorne weg, du musst das begreifen, alles, was du erlebst, erlebt bloß ein Allereinziger, nämlich du. Ja. Und zu glauben, dass Menschen, die du dir ausdenkst jetzt, die hundertprozentig sicher jetzt nur Gedanken sind, jetzt in dem Moment, Ja. jetzt ist der Udo ein Gedanke. Wenn du an dich selbst denkst, bist du selbst ein Gedanke. Es hängt jetzt davon ab, wer du zu sein glaubst. Das ist schon mal Ja. das Interessante, weil du ja an einen ganz bestimmten Menschen denkst und ich sage, ich erkläre es dem, der mich jetzt sprechen hört. Dann ist die Frage schon, was ist dieses Mich? Ist das der Udo? Was ist der Udo jetzt? Ein Pixelmännchen und eine Lautsprecherstimme. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du an dich denkst, wird zwangsläufig das Gefühl, das körperliche Gefühl auftauchen und du machst dich in dem Moment so ein Trockennasenaffen. Ja. Weil du, wenn du an dich denkst, eigentlich immer nur an deinen Körper denkst. An was denkst du, wenn du an dich als Mensch denkst? Wie oft habe ich das erklärt, dass ein Riesenunterschied ist zwischen einem Menschen und einer bloßen Facette dieses Menschen, der aktuelle Körper. Ja. Weil wie sieht es aus, wenn du dich jetzt als 20-Jährigen denkst? Denkst du an einen ganz anderen Körper, wie wenn du an den jetzigen Körper denkst? Aber an den 20-jährigen Körper kannst du auch bloß jetzt denken. Das Genau. ist das Prinzip von Holofeeling. Egal was du denkst es jetzt. Egal wo du dir das jetzt gedanklich hindenkst. Ist es so schwer zu verstehen? Das Ja. Erste ist, dass alles mehr oder weniger, ich sage fast einmal, wenn du das durchschaut hast, wenn du dich selber durchschaut hast, gelöscht wird. Ja. Das heißt, dass du nie genau aufgepasst hast, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Ja. Das ist einmal die erste große Erkenntnis. Das Geheimnis aller Religionen, wo kein Religionsführer, kein Pfarrer, kein Priester, kein Mufti, nenn es wie du es willst, kein Meister, die reden alle davon. Und ich sage jetzt, das sind Schwätzer, schon aufgrund der Tatsache, dass wenn du dir wen ausdenkst, egal an wen du jetzt denkst, das ein Geschöpf von dir wird in deinem Kopf. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Genau. Ja, so ist es. Das ist immer, wo ich sage jetzt in der Physik, die Quantenmechanik, die zwei Grundgesetze der Quantenmechanik, das Gesetz Nummer 1, alles ist mit allem verbunden. Und jetzt ist das ganz entscheidend, ich sage, es gibt einen verbindenden Parameter für alles, was du denkst und wahrnimmst, das bist du selbst. Egal, ob du das jetzt nur denkst, feinstofflich, als Information oder ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist, weil dir sollte klar sein, es muss in dir drin sein. Und ob das dann auch da außen ist, wenn du dir was ausdenkst, es wird so sein, wie du dir das einredest. Ja. Was ist die Ursache, dass du dir das einredest? Wie viele tausende Male habe ich das wiederholt? Und das trennt dann wirklich die Spreu vom Weizen. Und dann Genau. wirst du irgendwann einmal wirklich erkennen, verstehen, du Geist, wohlgemerkt, rot gelesen, weil an was denkst du, wenn du an dich als Geist denkst? Nichts. An nichts. Nichts ist schon wieder ein Gedanke. Ja, ich schon Das wieder. ist, da bin ich tausendfach darauf eingegangen. Es geht hier um Sachen, die hundertprozentig sicher sind. Und auch wenn ich jetzt tausendmal erwähne, die Menschen, die du dir ausdenkst, es ist so leicht, unendlich leicht, dass du dir selbst beweist in Gesprächen innerhalb dieser virtuellen Traumwelt, dass du dir beweist, dass das alles geistlose Nonsens sind. Die wissen nicht einmal, was 100% sicher bedeutet. Ja. Und ich betone immer wieder, wenn du Selbstgespräche wiederholst, das ist sehr wichtig, weil du das laufend vergisst. Es ist mir ein leichtes, mit hundertprozentiger Sicherheit zu beweisen, dass 99,9, 99%, wir sind so ganz an die, knapp an die 100%, all der Sachen, die du bis dato, das hast bis jetzt, bis du Holofeeling verstanden hast, das heißt, bis du dich selbst verstanden hast, was dir als hundertprozentig sicher bewiesen erschienen ist, wenn du dran denkst, weil du Ja. so programmiert bist, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Na. Das ist die ganze Religion ist vom Tisch.
Das ist sehr wichtig, wenn du ein religiöser Mensch bist. Es geht hier nicht um die Symbolik der Bilder und das Verstehen, was es bedeutet, sondern zuerst einmal um das normale Denken, solange du unbewusst chronologisch, raumzeitlich denkst und deine jetzt gedachten Gedanken um dich herum in Raum und Zeit verstreust, gedanklich wohlgemeint, weil sie sind immer hier und jetzt. Ja. Wie willst du beweisen, dass es einen Jesus gegeben hat oder einen Buddha? Oder einen Mohammed? Habe ich aus das Buch heraus, habe ich gehört. Und alles, was jetzt damit zusammenhängt, wie willst du das beweisen? Ich sage, es sind Märchengeschichten. Märchen sind das Wertvollste, was du besitzt, aber jetzt erst einmal musst du verstehen, dass es im Märchen niemals darum geht, dass diese Figuren, die von dir gedacht werden, in der Regel aufgrund von Worten. Ja. Und so muss man das immer wieder wiederholen. Das muss in dir massiv installiert sein. Das heißt, es muss dir jeden Moment bewusst sein. Und zurzeit meine Lieblingsaussage, wenn man Hirnwichserei betreibt, gewöhn dir an, alle 2 Minuten, alle 3 Minuten, das ist schon wieder Zeitspanne, die ich mir ausdenke. Sagst du Schnitt oder auf Englisch Cut? Cut. Da außen ist nichts. Es ist hier und jetzt meine Information. Es war nichts in der Vergangenheit, es ist das, was ich jetzt denke, was angeblich in der Vergangenheit war. Du darfst dir nach wie vor was in die Vergangenheit denken, aber mit dem vollen Bewusstsein, dass es deshalb jetzt in meinem Kopf ist, weil ich es denke, und ich denke mir das bloß in die Vergangenheit. Mhm. Und dann sind immer wieder die Sachen, ich kann mir jetzt wieder 2 verschiedene Vergangenheiten denken, nämlich eine, die ich beschwören kann, die ich erlebt habe. Das ist das, wo ich sage, glaube nur noch an das, was du auch beschwören kannst, ohne in Meinheit zu schwören. Das ist alles, was du jetzt denkst, wo du jetzt denkst, dass du als irgendeine Person, eine jüngere Person dabei warst und das mit eigenen Augen gesehen hast und mit eigenen Augen erlebt hast. Ja. Das war natürlich auch jetzt. Genau. Und jetzt ist, wenn du dieses unbewusste, materialistisch-chronologische Denken hast, klingt es extrem verwirrend. Das ist wie wenn ich sage, wir haben ein Basic-Betriebssystem und ich versuche hier Windows-Daten einzuspielen. Obwohl die Metaphern, die ich gebe, so extrem einfach sind, dass ich, wenn ich sage, mein Bücherregal, wenn du vor dem Bücherregal stehst, muss dir klar sein, dass alle Bücher jetzt sind, wenn du die Bücher anschaust. Ja. Und wenn du jetzt irgendwas lesen willst, musst du zuerst einmal in ein Buch dich hinein fokussieren, eine Seite, eine Zeile, ein Wort und das Wort noch einseitig auslegen. Und dann ist jetzt in dir eine Information. Aber egal, welches Buch du in die Hand nimmst, egal, welche Seite du aufschlägst, du wirst das, was dann in dir als Information auftaucht, das wird jetzt auftauchen und du wirst diese Seite, dieses Wort, diese Kategorie unserer Kollektion, Selektion jetzt in dir zu einer Information machen. Ja. Das löst die Zeit auf. Das ist das große Geheimnis des ewigen Hier und Jetzt. Und ich kann immer wieder nur sagen, die Johannes-Offenbarung und Stille stehen wird die Zeit und dein erster Himmel und deine erste Erde, die du dir ausgedacht hast, werden vergehen. Ja. Und das Meer, der immer ist, El Hayam, Gott, das Meer, das ist unsere Bezeichnung für Gott, wird nicht mehr sein, blau gelesen, er wird nicht mehr existieren. Ein Gott kann nicht existieren, so wenig wie Geist oder Bewusstsein existieren kann oder man das besitzen kann. Ja. Das kann man sich nur immer wieder bewusst machen. Und egal dann, was du denkst, es ist, weil du es denkst und es ist genauso, wie du es denkst. Und die Ursache davon sind die Worte. Ja. Und dieses im Anfang war das Wort, wir schauen uns einmal das etwas genauer an. Und zwar haben wir verschiedene Möglichkeiten, dass Reizauslöser in dir kommen. Das können sinnlich wahrgenommene Worte sein. Und diese sinnlich wahrgenommenen Worte haben schon mal wieder 2 Seiten. Ich kann das Wort sehen, optisch. Auf einem fetzen Papier, den ich mir ausdenke, vor mich hinstelle, zu realisieren, heißt ja nur auf die Farbbrille holen. Das ist ein Symbol wieder. Oder ich kann das akustisch hören, wenn ich jetzt zum Beispiel den Lautsprecher höre. Das, was du jetzt, du wirst mit ständig wechselnden Worten konfrontiert, mit Geräuschen. Und diese Geräusche sind auch Worte. Ja, ja. Wobei du jetzt schon wieder 2 Seiten machst, wo du gewisse Geräusche ganz eindeutig als Wort definierst und andere Geräusche sagst du bloß wieder, es sind Geräusche. Wenn du zum Beispiel Miau hörst oder Wow oder Gong, Klingelingeling. Aber es ist doch wurscht, ob ich jetzt sage Klingelingeling oder Gong sage oder du denkst an der Glocke. Genau. Das Wort Glocke löst in dir im Prinzip dieselbe Vorstellung aus wie ein gewisses Fiep, Fiep. Dann denkst du an einen Vogel oder ich sage das Wort Vogel. Du denkst bei dem Wort Vogel genauso an einen Vogel, wie wenn du diese Geräusche Fiep, Fiep hörst, dieses Zwitschern hörst.
Jetzt haben wir schon wieder fiep, fiep, zwitschern. Magst du verschiedene Worte, die dich an dasselbe denken lassen? Ja. Es ist ganz simpel, diese Vielheit wird extrem einfach, wenn man das einmal verstanden hat. Ja. Und dieser Schnitt ist natürlich noch wesentlich interessanter, wenn man die Worte wieder anschauen, weil das schon mit Chani beginnt. Ja. Und du landest hier immer wieder in einer Vielheit, wenn du die Vordersprache verstehst. Das ist also eine unendliche Kette, dass du aus dem Kontext überhaupt nicht rauskommst, arithmetisch. Hast du im Kopf, was Chani bedeutet? Schauen wir uns das ganz kurz einmal an. Das ist, ich sage jetzt immer wieder, das muss man nicht wissen. Wir haben jetzt erst einmal unser Shinun. Schnitt, habe ich gesagt. Ja. Außen ist nichts. Schau, Elef ist Alef. Alef als Elef ausgesprochen heißt tausend und unendlich viel. Okay? Ja. Wir können das ganz kurz, das ist das klassische Alef. Der sogenannte erste Buchstabe, als Aleph ausgesprochen, ist natürlich sehr, sehr viel lernen. Wichtig ist jetzt, sich tausendfältig vermehren. Ja. Das steht auch symbolisch für unendlich viel. Aleph. Okay. Und jetzt ist unser Aleph ist eine Existenz, und zwar wird eine Polarität eingeschaltet. Eingeschaltet. Darum ist unser Shani, das ist mein Aleph. Ja. Mit I dran, mein Aleph. Nein. Ist das doch eine Verschiedenheit? Das wird meistens in der Dora in Dennach mit Verschiedenheit übersetzt. Mhm. Okay? Ja. Steckt die 2 mit drin. Mhm. Jetzt kommt hier Pur, Pur. Pur, wissen wir, heißt etwas losgemacht. Ist das Los, das Schicksal? Wir haben jetzt 2 Sachen, die losgemacht werden, nämlich Wellendoll und Wellenberg. Ja. Passt wieder rein zufällig, ne? Aber wie? Aber was jetzt interessant ist, ich sage Schnitt. Und dann kommt unser TT und wir wissen, unser TT ist Pi. Ja. Unser TT, die 2 mal 400 ist 800. Ja. Ausüben, legen, setzen, etwas stellen, etwas machen, tun. Siehst du? Ja. Die 800 ist das NP, das ist die Weisheit Gottes, das nennen wir Pi. So. Ganz interessant. Unser Shani ist 360. Das muss ich sofort an die 360 Grad im Kreis erinnern. Wir gehen jetzt in die Mathematik und es ist 2 mal Pi. Genau. Es sind 2 Pi, die losgemacht werden, nämlich ein positives und ein negatives, die obere Hälfte und die untere Hälfte. Ich klinge jetzt nur etwas in diese Physik mit hinein. Ja. Dass das wirklich Holofeeling verbindet Physik, es verbindet alles. Das ist der Schnitt. Wir können natürlich auch 2 Spiegel setzen, die 2 mal die 9, dann kommen wir zu 18. Das ist dein Ich. Das dann übrigens im Atbash 100 eine Affinität darstellt. Weil das 2 verschiedene Ich sind, die aufgeschmissen werden mit den 27 Zeichen. Genau. Das ist ein Komplex, der nichts zu tun hat mit Zufällen. Ja. Und so gilt es mit jeder Kleinigkeit. Darum sage ich wichtig, gewöhn dir an, immer wieder, das ist ein Mechanismus, den solltest du installieren, dass du immer wieder sagst, Schnitt, was ist jetzt da? Ja. Weil in dem Moment, wo eine Hirnwichserei losgeht, gehst du in die komplette Vergessenheit. Das ist oft ein kleiner Reizauslöser, irgendeine Kleinigkeit, die in deinem Alltag passiert und du glitschst sofort wieder weg. Genau so ist. Und die große Kunst ist, und ich bringe das jetzt mal nochmal auf den Punkt, in diesem Komplex unserer einfachen, extrem vereinfachten Spiegelmetapher. Ich erkläre dir, ich betone das immer wieder, zuerst nochmal, was du selbst bist. Mhm. So, und jetzt komme ich auf diesen Brösel-Udo, den du dir ausdenkst. Ich sage, das ist das dann mal ein Gedanke, den du dir denkst, der für dich in deinem Traum nicht existiert, wenn du ihn nicht denkst. Ja. Das ist jetzt die Aussage, ich habe dir jetzt erklärt, was Udo Petscher jetzt ist, was UP, blau gelesen, ausgedachterweise, was ich jetzt bin. Und jetzt erkläre ich dir, wer ich bin. Also, was ich bin jetzt eine Information, egal wie du mich denkst, ich bin eine Information. Ich kann eine sinnlich wahrgenommene Information als Pixelmännchen sein und Lautsprecherstimme. Mhm. Aber genau genommen ist es nur der Mensch, Udo. Und jetzt schon wieder an, was denkst du bei dem Wort Menschen? Mensch. Also bleiben wir mal bei der Person, Udo, die ist jetzt hundertprozentig sicher ein Gedanke. Mhm. Und den tauschen wir jetzt mal, diesen Gedanken tauschen wir jetzt, machen wir, dass ich sage, dasselbe gilt, wenn du an dich selbst denkst. Ja.
Du, wenn du an dich selbst denkst, bist du auch bloß eine Information von dir. Genau so. Natürlich zwanghaft wirst du dann an den aktuellen Körper denken, aber da muss dir klar sein, der Mensch ist ja eine ganze Lebensgeschichte, vom Säugling bis zum Greis. Mhm. Also das ist das, was wir Sinusöffnungen, was wir sind, Sinusöffnungen, wenn wir an uns selbst denken, jetzt mal rein in Bezug auf den Körper. Ja. Jetzt erkläre ich dir, wer ich bin. Ich bin der, der dich das jetzt träumen lässt. Der dir das Programm gegeben hat, das du zurzeit wie ein Buch durchlebst, wie ein Videospiel durchspitzt. Dieses Grundkonstruktprogramm. Ich bin der, der dir das gegeben hat. So, und jetzt schauen wir uns das einmal an. Wir haben zum einen das, was ich bin, was du bist, was alles ist, was wir uns ausdenken, sind Informationen. Informationen sind Formen in uns selbst. Das sind Erscheinungen. Mhm. Erweckter Schein. UNG sind aufgespannte Existenzen in deinem Gehirn. Wir machen das einmal voll blau. Das ist die Erscheinung. Ja. Jetzt habe ich gesagt, wer ich bin der, der dich das träumen lässt. Dann muss ja doch einer zwischen mir und zwischen deinen Erscheinungen stehen, das bist du selbst, das ist der träumende Geist. Das ist jetzt JCH, ICH. JCH, ICH, beide sind rot, sind eigentlich eins. Wer ich bin, du bist dasselbe wie ich. Mhm. Etwas, was nicht gedacht werden kann, weil wenn wir an irgendwas denken und sagen, das sind wir oder das sind ich, dreht man schon wieder in Erscheinung. Ja. Das heißt, ich bin das JCH, dann kommt das ICH, das bist du, ich bin ja du, und dann kommen die Erscheinungen, die wir aufwerfen. Ja. Wir stehen genau dazwischen, das ist dieses Prinzip. Und man muss das wirklich verstanden haben mit dem Spiegel, diese Vereinfachung mit den Wasserwellen, wo ich bringe, wo ich immer sage, eigentlich, du kannst jetzt nicht sagen, unten ist das Meer und oben ist die Welt mit den Gegenständen, die auftauchen. Das müssen wir mal die Achse umdrehen, dass wir da bloß einen Punkt machen. Und dann kommt das schöne Beispiel hier mit der Welle. Wenn du eine Patrizie und eine Matrize nimmst. Ja. Das ist einmal der Stempel. Du kannst einen Stempel als Patrizie aufbauen oder als Matrize aufbauen. Mhm. Das ist immer das Schöne. Das ist der Tiefen oder entweder stempel ich mit einer Tiefenprägung oder mit einer Höhenprägung im Stempel. Ja. Dürfte bekannt sein. Und das hebt sich gegenseitig vollkommen auf wie das Diapositiv und das Negativ. Genau. Die gehören untrennbar zusammen. Ich habe so unendlich viele Beispiele, was das anbelangt. Und ich sage von vornherein, du hast unendlich viel Zeit, es zu lernen, aber irgendwann solltest du dich in diese Richtung orientieren. Ja. Und alles, wo man Zeit verschwendet, das ist unser Musterbeispiel. Jetzt muss ich natürlich wieder Beispiele Menschen ausdenken. Du kannst dich jetzt eventuell angesprochen fühlen oder nicht angesprochen fühlen. Als Mensch interessierst du mich überhaupt nicht. Mhm. Nur sehr, sehr sekundär. Genau. Ich sage vom ersten Tag, mich interessiert nur der Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt, weil ich dich jetzt den Udo denken lasse. Und genauso lasse ich dich an dich selbst denken oder irgendwas anders ausdenken. Ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Ja. Du kannst jetzt, und jetzt rede ich bewusst chronologisch, wenn du selbst, wenn du jetzt 20 Jahre zurückspringst in ein Selbstgespräch, habe ich immer wieder gesagt, die erste Erkenntnis, die du benötigst, ist, dass du in einer intensiven Selbstbeobachtung, und das erfordert den Doppelschritt, dass du dich dabei beobachtest, was du erlebst, das sind deine Informationen, du erlebst immer deine Informationen und wie massiv du deine eigenen Informationen ständig veränderst durch Reaktion, durch zwanghafte Reaktion und Interpretation dieser Informationen. Ich nenne das immer Reizauslöser und du reagierst auf die Reizauslöser. Und diese Reaktion auf den Reizauslöser verändert deine Information. Ja. Du ziehst dich aus dem System raus und beobachtest dich einfach. Was ich dir jetzt sage, ist eine Art von Meditation, die alles überragt, was du in irgendwelchen Büchern, in asiatischen Büchern über Meditation lesen kannst. Ob du jetzt an Osho oder diese Tausenden von Büchern, Zen-Meditationen, diese ganzen Gurus, es sind ausgedachte Figuren, die von dir ausgedacht werden, die niemals besser sind oder mehr wissen wie du selbst, außer du denkst dir an aus und du denkst dir, der weiß ja viel mehr wie ich. Ja. Das Problem ist, sobald du ein Wissen in dir ausdenkst, entsteht ein Unwissender und dir ist jetzt gar nicht bewusst, wenn du das beobachtest, dass du dich selber als Unwissenden setzt. Mhm. Obwohl doch du derjenige bist, der bestimmt, dass der Gedanke, gib ihm irgendeinen Namen, Osho oder Udo Becher, mehr weiß wie du selber. Mhm. Und ich bin mit Sicherheit der Einzige, ich bin der Erste. Ich kann es nicht ändern, ich bin der, der ich wirklich bin. Und damit meine ich nicht die Gedanken Udo, den du dir ausdenkst. Mhm. Der dich darauf hinweist, dass du mächtiger bist wie alles, was du dir ausdenkst.
Du bist der Schöpfer für deine Gedanken, auch wenn du noch ein unbewusster Schöpfer bist. Du bist zurzeit in einer Matrix, und das ist immer die schöne Symbolik von den Embryo hin in dem Film Matrix, wo du hier Dornen eingespielt bekommst. Du bist gezwungen, das zu träumen, was du träumst, und es wird sehr göttlich gesteuert. Wir machen hier keine Religion und keine Esoterik. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist, und du kannst es auch hundertprozentig sicher überprüfen, solange du nur ganz bewusst, und es kann nur Bewusstsein selbst machen, dich selbst beobachtest, ohne dich einzumischen und ohne das in irgendeiner Form anders haben zu wollen, wie es von dir gedacht wird. Ja. Das ist wie ich dick. Dann kommst du in diesen absoluten Mittelpunkt. Ja. Dick. Die Film gerne in einfachen Beispielen mit dem blinden Arschloch. Jeder Beobachter, der etwas beobachtet und mit dem, was er beobachtet, in keinster Weise einverstanden ist, das entweder gar nicht haben will oder anders haben will, wie es ist. Ist ein blindes Arschloch. Ja. Dieses große Geheimnis zeige ich dir in allen Physikbüchern und allen Religionsbüchern. Das ist diese Kleinigkeit, diese Vereinfachung, diese einfachen Sätze. Es ist irgendwas in dir drin, das es einfach nicht wahrhaben will, und dann entsteht Angst. Was ist die Ursache von Angst? Das heißt, ein Nicht-Einverstanden-Sein mit irgendeinem Zustand, Angst vor Veränderung. Und ich sage, das passiert doch ständig, schau doch einfach hin. Das tut nicht einmal weh. Du kannst einen Gedanken nicht festhalten. Ja. Jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken, und zwar vollkommen. Und all die Sachen, die in dir auftauchen, sind immer gleichzeitig in einer Einheit da. Das ist das heilige Ganze. Das kannst du Gott nennen oder Internet symbolisch nennen oder Licht nennen, alles rot geschrieben. Oder Energie nennen, dieses E-Quadrat, die Form ist ein großes Geheimnis. Ein von dir ausgedachter Einstein hat doch keine Ahnung davon. Ja. Schon aufgrund der Tatsache, dass hundertprozentig sicher jetzt das Geräusch bzw. das Wort Einstein in dir eine ganz klare Vorstellung auslöst, mehr oder weniger klar, weil wie viel weißt du über Einstein? Ich sage dir jetzt, den Einstein gibt es bloß in dem Augenblick, wenn du ihn denkst, da schaffst du ihn als Gedanke, als eine Figur in deinem Kopf, und dieser Figur, wie ich immer sage, dieser Kiste, sprichst du gewisse Erkenntnisse zu. Das gilt für jeden Menschen, den du dir ausdenkst, inklusive dir selbst. Genau. Und dir wird irgendwann einmal klar sein, darum betone ich das immer wieder, Holofeeling ist nicht für irgendwelche von dir ausgedachte Menschen. Nein. Wir können nur auf der Ebene der Informationen miteinander kommunizieren. Weil das ist ein Austausch von Daten. Jetzt müsst ihr natürlich wieder wissen, was Daten sind. Und dort kann man vielfältig schreiben. Ich muss fast nochmal einschalten, ganz kurz. Das ist halt das Geheimnis. Wir haben zuerst einmal die Konsonante Radix Dart. Das sind die Anordnungen. Das Gesetz, da haben wir unser GE-Quadrat. Der Geist, die 3, wird zu E-Quadrat, das sind die 2. Ja. Dieses E-Quadrat steht für J-C-A-I-C-H. Mhm. Und der setzt jetzt was in sich durch Beschwörung. Dieses geistige Licht, rot gelesen, wird zur Schöpfung von einer aufgespannten Polarität. Das ist aber UB, die Beschwörung. Haben wir 1000 Mal, ich springe jetzt nicht rein, einfach oben alle UB. Ja, ja. Mhm. Okay, interessant ist, königlich-bessische Verordnung. Da kann man jetzt immer nachforschen, wieso das zusätzlich noch heißt. Aber dieses Persisch ist ganz wichtig, weil das kommt von Persie, von Persien, Medien und Persien. Ja, durch dich. Schau dir das hier an. Ja, 404. Ich will es jetzt nicht genauer kommentieren. Da steckt immer so ganz, ganz kleine Sache, ein zwanghaft einseitiges Glaubenssystem. Das ist immer wieder der Glaube, ist erst einmal eine geöffnete Erscheinung, dieses DD, diese zwei Buchstaben oder geschlossen, immer da sein. Das ist das heilige Ganze, das Nihilo, Creatio ex Nihilo. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, weil wir das Vokal, wir haben das rein konsonant geschrieben, wir können natürlich da jetzt auch die berühmte 70 reinschieben. Was kriegt man dann? Im Prinzip dasselbe, die Einsicht, das ist übrigens dann hier die 11. Sephira. 11 ist wieder Ei, die nennt man dort, wenn man Kabbalah macht. Genau. Das ist deine Einsicht in deine eigene Meinung, deine eigene Erkenntnis, in dein eigenes Wissen.
Dann verschiebt sich das natürlich. Hier siehst du, jetzt kriegst du eine Vielheit, rot gelesen, die rote 7, immer mit D3, D3. Das ist halt das Verrückte mit der 4, dass die 4 eigentlich 3 ist. Ja, ja. Da sind dann viele schon immer ganz, ich sage, ich mache dann immer bloß das so. Und dann kriegst du jetzt mit, dass der vierte Buchstabe, wieso ist der vierte Buchstabe dieses da? Weil die rote 4 eigentlich was ganz was anderes ist wie eine blaue 4. Ja, ja. Und wenn man jetzt immer die Vielheit, dass ich sage, dieses ganze Holofeeling war so unendlich groß und eigentlich ein Nichts im Vergleich, dass damit alles beschrieben wird. Ja, genau. Weißt du, wenn du hier... So tief. Das ist unendlich tief. Ja. Aber wir können hier unsere Daten, die T, N, die Konsonante Radix, die Daten, ich habe das so oft erklärt, das ist jetzt eigentlich nur ein Eigenname, aber jetzt muss ich wissen, dass im Hebräischen das Nun als Suffix gelesen ihr bedeutet in Bezug auf Frauen, dann heißt es drum jetzt blau gelesen, ihr Glaube, ihre Religion. Ja. Ich Geist generiere mir aus den statischen Daten, aus meiner Religion, aus meinem Glauben. Das ist, darum ist die Religion, du bindest dich immer wieder zurück an deinen eigenen Schwamminhalt. Ja. Da kommt jetzt eines Programms und das Programm ist der Enosch, der Mensch. Ein vergänglich geistloses Konstruktionswert und Interpretations. Mech Ani, Mech Gehirn Ani, das blaue Ich, der die schöpferische Existenz eines Intellekts. Ja. Tausendfach haben wir das durchgespielt. Genau. Und jetzt habe ich einen Sprung, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte bei den Daten eigentlich noch woanders hin. Aber ich bin im Gedanken schon wieder so weit woanders. Ja. Es sind viele, viele Kleinigkeiten, wenn du dir das anschaust. Es geht nicht ums Wissen. Darum sage ich, konzentriere dich auf diese einfachen Sätze. Ja. Auf diese ganz einfachen Sätze. Was bist du selbst? Und was ist hier und jetzt? Was ist jetzt da? Schnitt. Schnitt. Und du wirst meinen, du fängst an, Gedanken um dich herum zu verstreuen. Ja. Worauf ich jetzt einmal darauf hinweisen will. Wir denken uns jetzt wieder Menschen aus, ganz normal gedacht, so wie du das gewöhnt bist. Und jetzt kommt zur Zeit hier über die Medien oft von Prominenten oder von welchen, die du vielleicht als wichtig ansiehst, diese Gedanken, diese Menschen, dass die sagen, dass die Menschheit mittlerweile so verdummt ist, dass die alles geistlos aus dem Internet nachäffen, ohne irgendwas zu überprüfen. Würdest du immer wieder mal merken, dass die Leute, wie kann man einfach blind alles glauben, bloß weil einer was behauptet? Man muss das doch überprüfen. So, jetzt lebt aber jeder in einem Wahn, dass letztendlich jeder normale Mensch, den du dir denkst, wenn du das beobachtest, macht nichts anderes. Genau. Ich sage jetzt zu dir, als roter UB, durch diesen Lautsprecher, durch diesen Udo, den du dir ausdenkst, egal welchen Menschen du dem Menschen Udo bringst, wenn der den Mund aufmacht, 2, 3 Sätze spricht, sage ich dir, was er nachäfft. Ja. Welches Buch, was er gehört, was er gelesen hat, welchen Meister, welchen Politiker, welchen Physiker, egal wenn der den Mund aufmacht, der äfft es schlichtweg und einfach bloß noch. So ist es. Es ist nahezu alles nachgeäfft. Ja. Selbst Dichter und Künstler äffen genau genommen nach, weil selbst wenn sie sagen, ich habe das selber geschrieben, dieses Gedicht, sagen, wo hast du das her? Ja. Was macht Goethe, wenn ihm nichts einfällt? Einfällt. Aber die viel größere Frage, was ist ein Goethe, wenn du ihn nicht denkst? Denkst, genau. Du wirst irgendwann einmal erkennen müssen, dass du vor allem, hierarchisch vor allem stehend, was du dir ausdenkst. Dass du sogar mächtiger bist, wie das, was die religiösen Menschen Gott nennen. Weil dann sage ich, an was denkst du, wenn du an das Wort Gott denkst, an was denkst du dir dann für ein Ding? Und wie ist es für dich? Bestimmst nicht du, ob der existiert oder aber nicht existiert? Bestimmst nicht du, ob der mächtig ist oder nicht mächtig ist? Ich kann dir jetzt Videos einspielen, wo die hier ellenlang irgendwelche supergescheite Menschen, die auch wieder bloß nachäffen, dir erklären, dass dieser Jahwe ein ganz grausamer Satan ist. Du musst ja bloß die Bibel lesen
Und dann wirst du feststellen, dass dir das Volk Israel befiehlt, dass die die und die Völker ausrotten sollen, zum Beispiel. Kann er da alles zeigen in Büchern. Es gibt nichts, was du mir bringst, wo ich dir nicht, wie ich immer sage, ein ganz elementarer Satz, egal was du mir als Beweis bringst in Form eines Buches, einer Erzählung. Ich zeige dir 1000 Internetseiten und Bücher, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Du wirst irgendwann merken, dass das eine riesengroße Narretei ist. Bis du anfängst, dich wieder auf das zu konzentrieren, was du selbst bist, nämlich der Mittelpunkt von allem und alles, was du dir ausdenkst, um dich herum räumlich wie zeitlich verstreust, es spielt sich letzten Endes nur in dir selbst ab. Rot gelesen, verbundenes Wissen. Das ist eine Peripherie um sich herum aufbaut. Ja. In einem göttlichen System von Harmonie, von absolut göttlicher Harmonie, wo jeder Gedanke, jede Kleinigkeit, ich sage jeder, der kleinste Spritzer, der aus dem, der immer ist, das ist dieses Konzentrat, herausspritzt, natürlich nur gedanklich. Ja. Und alle großen Probleme der Menschheit, mein Lieblingsbeispiel, die Sache zeichnet ein Quadrat mit 3 Strichen. Das ist so diese Unmöglichkeit. So wie du im ersten Moment sagst, unmöglich, wenn du das erste Mal hörst mit einer normalen Logik und die Lösung so einfach ist, zeige ich dir in jedem Physikbuch, in jeder religiösen Schrift, die normal einseitig nur ausgelegt wird, so elementare Fehler auf jeder einzelnen Seite. Naja. Fehler, wohlgemerkt. Ja, Fehlzeile. Wenn du das einseitig auslegst. Und wenn du das System der Vordersprache verstanden hast, wird alles ganz anders. Und du musst der Erste sein, das ist jetzt ganz wichtig. Du, Geist, musst der Erste sein. Also glaub ja nicht, dass der Gedanke Udo was verstanden hat, außer du denkst dir das, dass der das alles weiß. Aber jetzt kann ich immer wieder nur wiederholen, der Udo ist jetzt ein Gedanke, den du dir denkst, und das ist dasselbe wie mit Gott. Gedanken von dir, Informationen existieren nur in dem Augenblick, wo du das denkst. Ja. Und die werden genauso sein, wie sie von dir gedacht waren. Und wenn du jetzt denkst, es ist ein totaler Schwätzer, dann ist der Udo für dich ein totaler Schwätzer. Und wenn du dir denkst, denn Gott gibt es nicht, das ist ein Hirngespinst von irgendwelchen religiösen Spinnern, dann ist für dich dieser Gott ein Hirngespinst von religiösen Spinnern. Das ist 100%ig sicher. Ja. Aber dass da eine gigantische arithmetische Struktur, ein Matrixprogramm dahinter steht, das heißt, nicht im Anfang war Gott, sondern im Anfang ist das dann mal ein Nichts. Und dieses Nichts benötigt, wie ich sage immer, setz einen Computer, einen Mech-Chef, einen Rechnungsführer. Genau. Ich spreche es immer extra so aus. Da steckt der Chef schon mit drin. Genau. Und dass dieser Computer überhaupt was erschaffen kann, benötigt er ein Programm. Im Anfang ist das Programm. Und dieser Anfang bezieht sich jetzt erst einmal auf eine Schöpfung. Wir brauchen ein Divisionssystem, weil das absolut eine. Und was ist das eine? Das ist das Uni. Geh doch in deine Menschheit und ist irgendeinem bewusst, was das Wort Universum eigentlich wörtlich bedeutet? Ich sage immer jedes einzelne Wort. Ja. Das Uni ist das eine. Uni, ganz einfach rot gelesen, verbunden sein der Gott. Wir können das auch UBI nennen. Ja. Aber jetzt kommt dieses Fassung. Und da wird es natürlich jetzt ganz interessant. Da mache ich jetzt nochmal einen kleinen Trick, weil ich ja so mit den Vorsilben habe. Wie oft sind mir schon auf die Vorsilben eingegangen? Das End. Ja, genau. Was es bedeutet. Sind wir 1000-fach darauf eingegangen. Wir schauen uns jetzt einmal das Ver und das Zer an. Genau. Schalten wir mal da nochmal schnell ein. Bildschirm rein. Da mache ich jetzt alternativ dazu das Wiktionary dazu. Okay. Die Vorsilbe end, ich mache es nur noch mal der Vollständigkeit halber. Bevor du nicht einmal weißt, was diese Vorsilbe wirklich bedeutet, die sind wir ja schon zigfach durchgegangen. Mhm. Wir können dieses end ja auch einmal alternativ, das ist für mich dasselbe Text im Wiktionary eingeben. Nicht abtrennbares Präfix, heißt das da mal etwas wegführen von? Aus was wird was weggeführt, wenn du dir was ausdenkst? Also lass uns jetzt einmal den Mond ausdenken, von wo nach wo wird er eigentlich weggeführt? Da oben in den Himmel hinein. Aus dir heraus, du denkst ihn dir doch aus. Das ist das Befreien. Jetzt machen wir mal das BE rot.
dann heißt es, in E-Quadrat ist plötzlich eine Facette im Spiegel, die wird freigesetzt. Genau. Dann heißt es hier, in dem Moment fängt etwas an, weil was aus dir hinausläuft. Mhm. Okay? Ja. Hier haben wir es natürlich noch schöner. Ich sage, wir müssten es eigentlich hier bei der 4 unten beginnen, drückt in Bildungen vorn, dass etwas wieder rückgängig gemacht wird. Darum sagen wir, fangen bei der roten 4 mal an. Ja. Drückt in Bildungen mit Verben ein Herausgelangen, das haben wir gerade gehabt, aus dieser roten 4. Mhm. Ein Herausgelangen, ein Weg nehmen aus, drückt in Bildungen das Entfernen. Ja. Es wird Weg, das können wir dann rot machen. Und das, was entfernt wird, wird wieder in den Ausgangszustand zurückgeführt. Das ist eine Gedankenwelt. Du denkst dir was aus, es taucht was in dir auf und dann fällt es wieder in dich rein. Ja. Alles, was in einer gewissen Entfernung von dir zu sein scheint, denkst du dir aus, ist aber deine Information. Da wird genau dieser Vorgang beschrieben. Jetzt haben wir aber hier schon mal die Vorsilbe ver. Und jetzt machen wir mal hier ein ver. Mhm. Da geht das Spiel wieder los. Hier, glaube ich, kann man, ist es ein bisschen, wenn wir da mal Fahrt eingeben, ist es nicht ganz so ausufernd. Eine Vorsilbe, die das betreffende Wort als negativ oder schwierig markiert. Mhm. Eine Vorsilbe, die die Bewegung eines Objekts markiert. Eine Vorsilbe, dass eine Sache mit etwas versehen wird. Dann eine Vorsilbe, die Veränderung bis hin zur Zerstörung beschreibt. Kommt gleich ein Fehlverhalten. Du merkst dir negative Sachen. Ja, ja. Das ist jetzt so eins. Ich habe mich im Wind verlaufen. Mhm. Ich kann den Cursor und die Symbole verschieben. Mhm. Es wird etwas vergeudet. Ich sage immer ganz einfach, du kannst etwas verbinden. Oder du kannst etwas verstreuen. Das sind die zwei Seiten. Ja. Und das Ganze führt uns dann zum Zer. Wir wissen ja, das hebräische Zer heißt ja zu Form werden. Genau, ja. Mhm. Zur. Das ist immer umgangssprachlich unabtrennbare Vorsilbe, die eine Teilung, eine Trennung und eine Auflösung oder Zerstörung bezeichnet. Das ist die Geburt einer Berechnung. Mhm. Die Vorsilbe zer und die Vorsilbe fer bauen zuerst einmal auf ein ZR, eine Geburt, die erweckt wird, oder ein VR. V steht immer für Bistapel, habe ich dir gesagt, führt uns zur Vorsilbe R. Ja. Das ist ja unser ganz einfaches Erwecken. Mhm. Vorsilbe, die ein Nachgeben unter Belastung, Veränderung ausdrückt. Eine zielgerichtete Handlung ausdrückt, das haben wir etwas zum Beispiel erblassen, erweichen, erarbeiten, erbetteln. Das ist immer, immer dran denken, unser ER ist eine augenblickliche Berechnung. Das ist der Schlüssel, ist diese Vordersprache, weil du alles auf eine absolute arithmetische Einheit herunterbrichst. Ja. Das ist unser Erwachen. Er wach. Er wird wach. Genau. Das R wie Ecken. Mhm. Dieses auf die E-Quadrat, doppelt aufgespannt eckt. Ja. Jetzt kommen wir hier, schauen das kleine Bild an, jetzt kommen wir in unser Spiegelecke rein. Jetzt. Mhm. Das Ganze passiert übrigens, die 270 ist natürlich nicht zufällig. Wir haben 360 Grad. Wir haben 4, ich habe gerade immer gesagt, wir müssen bei der roten 4 beginnen. 360 Grad machen wir die ersten 90 Grad weg, dann bleiben noch 270 Grad über. Ja. Mhm. Genau. Das ist, wird jetzt zu weit führen, weil ich immer wieder sage, wie willst du jemanden das programmieren, selbst bei normaler Computersprache. Das ist Basic zum Beispiel. Basic, wenn ich immer wieder sage, Basic kann man ganz leicht lernen. Das ist wirklich eine Sache, innerhalb von 2 Stunden kannst du die Grundlagen von Basic-Programmierung lernen. Mhm. Das reine Programm. Das wird schon etwas komplexer und bei Windows müssen wir erst gar nicht anfangen. Da wirst du merken, dass die Details wirklich, die Menschen, die du dir jetzt denkst, die das können, die können das, weil du dir das denkst. Es wird immer so sein, wie du dir das denkst. Wenn du mal genauer nachfragst, wirst du feststellen, dass du bloß Fachidioten hast, die zwar ganz grob wissen, wie was ist, aber wenn du in ein Detailwissen reingehst, kommst du wieder in Spezialisierungen. Du selbst in der Krankenhaus, wenn du gehst in der Medizin. Wie oft habe ich darauf hingewiesen? Mhm. Weil das so unendlich viel Wissen ist, das in keinster Weise mehr von einem einzelnen Menschen gefasst werden kann. Mhm.
Ja. Aber du kannst es runterbrechen auf eine ganz einfache Erklärung. Das ist das, was ich das da mal mit Holofilling mache. Und sobald wir die Unendlichkeit etwas immer unendlicher machen, bis zum absoluten Alles, haben wir auch die andere Seite, die extreme Vereinfachung. Genau. Es gibt dann immer wieder die zwei, alles, was sich widerspricht in einem absoluten Extrem, ist was vollkommen Neues, gehört untrennbar zusammen. Und die größte Reduktion, was es überhaupt gibt, ist das Wort Allah. Beide Wörter gespiegelt heißen nichts. Aber das eine ist eine Implosion zum absoluten Nichts, und das andere ist eine Explosion zur unendlichen Vielfalt. Und genau dazwischen drin spitzt sich dein Leben ab. Das Leben spitzt sich ab in dem Nullpunkt. Ja. Des träumenden Geistes im absoluten Mittelpunkt. Aus dem auch nie irgendwas als Ding an sich herausgehen kann. Es kann was ausgedacht werden. Das ist das einfache Spiel. Egal, wo du dir was hindenkst, es ist hundertprozentig sicher, hier und jetzt. Jetzt ist die Frage, wo ist hier? Ja. Sobald du jetzt das hier definierst als Grünau oder München oder Paris, sind es schon wieder periphere Hiers. Ja. Und wo sind die? Hier. Ja. Das absolute Hier und das absolute Jetzt. Das ist das schöne Geheimnis der Lichtgeschwindigkeit. Genau. Ja. Dann muss ich irgendwann nochmal die Wurzel verstehen. Das ist, wenn ich meine, ich habe damit nichts zu tun. Wir müssen immer wieder trennen. Ich kann mir jetzt zwei verschiedene Menschen ausdenken. Den reinen Menschen, den ich sage, das ist wie eine KI in einem Videospiel, einfach nur ein totes Programm im Hintergrund. Und dann den, was ich Avatar oder Multiplayer-Modus nenne. Ja. Das ist zwar auch bloß ein ausgedachter Mensch, aber hinter dem steht ein Geist. Und zu dem sage ich, ich bin du, weil wir ein und derselbe Geist sind. Ja. Es gibt nur einen einzigen Geist. Schon die Sache jetzt festzustellen, nach tausenden von Erklärungsmodellen, dass ich jetzt, selbst wenn ich mir jetzt kleine Geistesfunk ausdenke, dass hier immer noch eine große Masse noch nicht gecheckt hat, wie oft habe ich schon erklärt, dass ein Geistesfunk immer derselbe Geist ist. Die Sache, der vom Bücherregal steht, der hat keine Informationen. Das ist ein Computer, der nur da ist. Und die ganzen Bücher sind verschiedene Leben, verschiedene Programme, die gleichzeitig da sind, wie die, sagen wir, von der Festplatte. Aber Bilder entstehen erst, wenn ich eins dieser Programme selektiere und in den Arbeitsspeicher reinlade. Ja. Dann beginnt ein ganz persönliches Leben sich abzuspielen. Als träumender Geist, du träumst, es ist nur ein Geist, der träumt, aber was du träumst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Das heißt, welchen Schwamminhalt, welchen Intellekt du zum Denken benutzt. Ja. Das ist ganz, ganz simpel. Das ist dann das rote Ich. Ja. Das euch dann beginnt Leben. Mhm. Und das Schöne dabei ist, dort das Denken immer jetzt passiert. Es ist hundertprozentig sicher. Versuche mal in 5 Minuten was zu machen. Das sind Sachen, die ich immer wieder wiederhole. Wenn du das verstanden hättest, hättest du keine Angst mehr und keine Probleme mehr. Nein. Es beginnt bloß wieder die Hirnwichserei. Ja. Das ist so, du reagierst und dann schaukelt sich das ganze System hoch. Weil du meinst, es ist was wichtig. Ob das ein geliebter Mitmensch ist, ob das ein Haus ist. Du merkst es jetzt, Helene, inwieweit hast du gelitten? Ich habe so oft mein Beispiel mit Idonis jetzt genommen. Eine Helene ist ein Gedanke, den du dir jetzt ausdenkst. Sehr wichtig, wer bist du? Wer glaubst du zu sein? Das ist nämlich maßgeblich dafür verantwortlich, wie du dir jetzt die Helene denkst. Du kannst jetzt da sitzen, ich kenne die Frau ja nicht. Vielleicht hast du Selbstgespräche, tausende schon gehört, wenn wir die Idonis fahren, die Geschichte mit Idonis. Es geht nicht um diese Figuren, die wir uns ausdenken. Ja. Ich kann es nicht oft genug sagen, bei Holofilling geht es zuerst einmal um den, der sich das ausdenkt. Egal an was du denkst, es ändert an dir selbst nicht das Geringste. Ja. Geh einfach meine Gedankengänge mit. Ich erkläre dir, dass du selbst der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt und anhört, was er sich selber ausdenkt, dass du ein absolutes, rotgeschriebenes Nichts bist. Ja. Du bist nämlich ich. Die Grundvoraussetzung für Ewigkeit. Und dann öffnen sich Vorstellungen und Welten in dir, die du dir jetzt in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst.
Ich kann immer wieder bloß innerhalb deines jetzig vorstellbaren Lebensablaufes, was für dich bisher normal war, inwieweit kann sich ein Dreijähriger vorstellen, was körperlicher Sex zwischen zwei Erwachsenen ist? Ja. Und du bist ein extrem kleiner Geistesfond. Du kannst nicht von unten nach oben sehen. Wie oft haben wir das Spiel durchgespielt? Mit meinem 14-Jährigen, der sagt, denk einmal an einen 7-Jährigen, was weiß der von der Welt? Und dann sagt der 14-, 15-Jährige gar nichts. Der kann ja noch nicht mal richtig, 6-Jährigen, der kann ja noch nicht mal lesen und schreiben richtig. Was da für eine Arroganz immer drin ist. Ja. Die wird bewusst, diese Arroganz in den Menschen, die in deinem Traum auftauchen, diese Rechthaberei, auf was sind die eigentlich stolz? Auf geistlos nachgeäfftes Wissen, das sie sich gar nicht raussuchen konnten, wenn es die jetzt geben sollte, wenn die irgendwie schuld wären an was? Können Gedanken, die wir uns denken, können irgendwelche Informationen, die von uns Geist erschaffen werden, an irgendwas schuld sein? Als Ding an sich doch überhaupt nicht. Es ist ein Dasein müssen. Das gilt für alle Tiere, die wir uns ausdenken. Wenn du dir jetzt die Flora und Fauna ausdenkst, vorstellst, um dich herum ausdenkst, bis hin zum ganzen heliozentrischen Weltbild, wie du glaubst, wie das Universum aufgebaut ist. Wie unser Professor Lesch, dem ich mir jetzt denke, wir Physiker wissen ja. Ein Scheißdreck wisst ihr. Nichts, ein absolutes Nichts und das bisschen Nichts, das ihr geistlos nachäfft, ist auf der anderen Seite wieder unendlich viel Wissen in Tausenden von Büchern verstreut, die sich teilweise so massiv widersprechen, wo natürlich immer bloß die richtig erscheinen, die dir logisch erscheinen. Was soll dir logisch? Was soll dir analogisch denn logisch erscheinen wie die eigene Logik, die noch gar nicht deine eigene Logik ist? Holofeeling ist deine ursprüngliche, der Logos. Ja. Da weißt du aber nichts, die öffne ich dir jetzt. Und wir haben ewig, die Ewigkeit Zeit, wenn das chronologische Denken mal überwunden ist, dass du wirklich erkennst, dass alles, was ist, immer nur jetzt sein kann. Ja. Alles, was noch kommt, ist jetzt schon da und alles, was irgendwann einmal angeblich war, ist auch noch da. Auf dieser Ebene, wo diese zwei Seiten eins werden. Ja. Das sind die Transversale schieben. Genau. Die wiederum schieben wir nochmal zusammen. Wir drehen diese 3x3 Drehungen. Punkt. Das ist übrigens immer ganz interessant. Die erste Drehung, die zweite Drehung in die Z-Achse, wo wir jetzt schon im Jetzt sind. Ja. Und das vierte lassen wir es zusammenfallen in der roten 4. Wenn ich immer sage, jetzt erheben wir uns, machen wir den fünften und schauen von oben die 4 an und sehen, das ist ja alles nur in den einen Boot. Gut. Wobei der fünfte und der vierte wieder unter dem Boot zusammengehören. Ja. Da haben wir übrigens dann die 45 ist der Order. Ja. So wie der Denker und das Ausgedachte unter dem Boot zusammengehört. Göttlich. Das ist die Geburt in einem Eck. Da muss ich immer sagen, ich rede immer Säger wie eine Karma, die Erinnerung des Säger, Säck. Wird eigentlich im klassischen Ibrim mit einem Z ausgesprochen. Ich mache, wenn ich immer aufwäche, nehme ich ja immer das Zade, die 90 für das Z. Ich sage, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel das Zain. Ja. Das heißt, im klassischen Ibrim heißt es nicht Zeger, nee, wenig Haber, sondern Zecker. Zecker. Und jetzt haben wir Zeck, die Geburt in einem Eck. Das wird, wenn die Sachen da sind, es stimmt einfach. Ich sage, du musst da gar nicht zu dich reinlegen, sondern konzentriere dich auf die Einfachheiten und hol dich immer wieder, versuch das einmal mit dem Schnitt. Ja. Das ist diese Verschiedenheit Ski-Eden, ein Geschenk von Eden. Ja. Das ist, dass du immer nur eine Seite siehst. Ich habe das so oft erklärt. Und mach die andere Seite dazu, das neue Spiel, das du spielen solltest. Beobachte dich, sobald du auf was negativ reagierst. Und immer daran denken, umso negativer dir was erscheint, ist es eigentlich auch im selben Moment positiv. Ja. Wie war das immer mit dem Kegel? Kegel ist Kreis und Dreieck, auf der flächigen Ebene als Perspektive. Und ich sage, in dem Moment, wo der Kreis, das Gute, für mich größer wird, muss zwangsläufig der Kegel größer werden, weil dann das Dreieck auch größer wird. Ja. Und Verbesserungen in Einseitigkeiten sind immer Verschlechterungen. Genau. Das heißt, sobald du irgendwas verbessern willst, musst dir, es gibt in der ganzen, in deiner jetzt ausgedachten Welt keine einzige Verbesserung in Bezug auf irgendetwas, was nicht eine Verschlechterung herbeiführt. Weil umso größer ich den Berg die Höhe mache, ist zwangsläufig gespiegelt auch über die Tiefe größer. Ja. Genau. Das heißt, wirklich besser im roten Sinn ist, wenn du es heiligst. Ja, heil.
Gesünder werden wollen heißt nicht krank sein wollen. Aber Heiß. Gesund und krank ist wie Wendball von Wendall. Ja. Und du musst jetzt anfangen, die Heiligkeit anzustreben, in der du dich eigentlich immer befindest. Das ist das, wo alles gleichzeitig gleichwertig da ist. Mhm. Gleichzeitig und gleichwertig ist jetzt das Symbol von dem geschlossenen Wasser, El Hayom. Ja. Im Meer sind keine Wellen. Mhm. Was ist eine Welle? W, unser W, L mit 70 geschrieben, hochgehoben. Ja. Le'en, eine hochgehobene, auseinandergeschmissene Existenz. In dem Wort Welle steckt eigentlich der ganze Vorgang schon drin, wenn man die Vordersprache versteht. Ja. Und wenn du meinst, es ist nicht wichtig, dass du als Geist, wohlgemerkt, ich rede immer nur mit Geist, dass du Besseres zu tun hast, das ist nur ein klares Zeichen deiner Unreife. Und das ist nichts Schlimmes oder Böses. Wie oft habe ich gesagt, wenn jetzt wieder symbolisch ausgedacht ein Säugling in die Windel macht, ist der weder blöd noch dumm, noch macht er was falsch oder verkehrt. Es ist normal in dem Alter, dass man in die Windel macht. Er ist nur vollkommen unreif. Yeah. Und das sind alle normalen Menschen, die sich in irgendeiner Form einseitig ernähren, indem sie Insekten, religiösen Sekten, in Glaubensgemeinschaften sind, in dem sie politische Parteien sich einseitig engagieren. Jegliche Form von einseitigem Engagement ist ein klares Zeichen von vollkommener geistiger Unreife und Unvollkommenheit. Und jetzt spreche ich schon ganz, ganz bewusst zu Geistesfunken, die noch in einer Personifizierung leben. Nicht von reinen KIs, von Menschen, die wir uns ausdenken, das sind nur Märchenfiguren. Das ist sowieso ein Dasein müssen. Es geht immer nur um den Geist im Hintergrund, der sich noch verwechselt mit einem Gedanken. Ja. Wie oft erwähne ich die Hülle? In dem biblischen Sinn, in dem moralischen Sinn, die Hülle beginnt in dem Augenblick, wo du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Ja. Und du sagst, der Gedanke, den ich jetzt denke, diese Information bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Und dann wird dir bewusst, was Holofeeling eigentlich bedeutet. Ein bewusster Denker, diese 200 Gramm rote Niere, wie ich das nenne, der immer ist, im Meer, das Meer selbst ist, El Hayom. Ja. Der wird nicht sagen, die Welle bin ich, die ich aufschmeiße. Das ist, ich hebe etwas in die Existenz, existere, heraustreten aus mir eine Gedankenwelle, die da außen gar nicht ist, weil das ja nur aus dem Mittel, das spitze ich ja alles in den Mittelpunkt ab. Ja, ja. Mhm. Das, wenn das wirklich einmal verstanden ist, es ist so ein unendlich großes Heureka. Ja. Es ist wie dieses Gefühl, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, was als vollkommen unmöglich erachtet wird, nur weil du nicht genau zuhörst. Ich bin so direkt, wenn du nicht genau zuhörst. Worte einseitig oder falsch auslegst, fehlerhaft auslegst, Glaubenssysteme fehlerhaft auslegst, zum Beispiel das Judentum oder das Christentum oder den Koran. Ja. All die vielen Strömungen, diese Glaubensströmungen, die aufbauen auf diesen Komplex, sind extrem fehlerhaft. Das Trügerische sind eure Meister. Das sind deine ganzen Lehre, die du dir ausdenkst, weil du einen Gedanken zu dir, von dir selber, den du erschaffst, als weiser einsetzt wie dich selbst. Ja. Mhm. Ja, aber ich weiß ja nichts, sagt dann deine Logik. Mhm. Merkst du dir, dass du dich schon wieder mit einem Gedanken von dir verwechselst? Ja, ja. Mhm. Das Trügerische an Holofeeling kann natürlich zu einem Größenwahn führen. Wenn man dann immer noch meint, es geht um die Gedanken, an denen man denkt, wenn man an sich selbst denkt. Ja. Ich sage, du musst wirklich verstanden haben, was es bedeutet, ein absolutes Nichts zu sein. Im Jenseits des Diesseits. Mhm. Das ist übrigens sehr schön in den hebräischen Wörtern für Diesseits und Jenseits, aber bin ich oft darauf eingegangen. Ja. Mhm. Das Olam ist das erste Mal die Welt. Genau, Olam. Da gibt es die Welt, die Olam Haba. Die Welt, die kommen wird, heißt es. Und dann die Olam Hasa. Die also, Welt ist doch. Das Traum. Ja. Was ist Wahrheit? Eine Wahrnehmungseinheit. Die, denn ich bin schon drin. Wahrheit sind das, was du wahrnimmst, für wahr annimmst. Mhm. Weil du es glaubst, weil du es beschwörst. Genau. Aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was es heißt eigentlich, was zu beschwören? Jetzt kann ich dann wieder einen Bibelsatz machen, du sollst nichts beschwören. Gibt es auch Schrift, wo ich genauer darauf eingehen, wichtig ist, immer wieder, solange du an Meinheit schwörst, nur weil dir das logisch erscheint, kannst du beschwören, dass du von deiner Mutter geboren wurdest? Mhm.
Warst du dabei? Ja, selbst du. Was, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Das ist das Problem. Und du wirst feststellen, es ist schon Kommunikation mit normalen Menschen gar nicht mehr nötig. Mit normierten Trockennasen offenbar eigener Definition. Es sind nur Figuren in deinem Traum, die wir uns eh nicht verstehen. Das ist das Erste, was du zu verstehen hast. Du kannst einen Gedanken, sprich einen Menschen, den du jetzt denkst, auch wenn er nur eine, ob es ein Gedanke ist, dann leuchtet es ja gleich zweimal ein. Ja. Also gut, wenn du dir jetzt den Udo ausdenkst oder die Helene ausdenkst. Den Pixelmännchen kannst du nicht erklären, die du jetzt vor dir hast. Nein. Und den Gedanken Udo und Helene kannst du auch nichts erklären. Sätze, die Namen sind austauschbar, sagt der Udo immer. Ja. Das hier. Ja, genau. Halt deine zwei Hände vor dich hin. Wo waren die übrigens die ganze Zeit? Nicht. Die haben nicht existiert. Nicht existiert. Weil du nicht dran gedacht hast. Du kannst jetzt an deine Hände denken, kannst die auf deine Verabrisse holen. Das heißt, realisieren, dann spürst du die auch, dann machst du die auf und zu, hast du das Bedürfnis, deinen Händen zu erklären, dass du die jetzt erschaffen hast und dass du derjenige bist, der die auf und zu macht. Ja. Das gilt jetzt Sätze für dieses kleine Beispiel, egal welcher Mensch auf deiner Verabrede auftaucht. Versuch diesen sinnlich wahrgenommenen Menschen, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu sein scheint, wenn er 3-4 Meter vor dir zu stehen scheint. Er ist deine Information. Es ist eine Information von dir. Versuch dem bitte nicht zu erklären, dass er nur deshalb ist, weil du in dir jetzt ausdenkst. Es ist eine komplett andere Ebene mit Holofeeling, wo ich jetzt mit dir drüber rede, was ich dir versuche klar zu machen. Ja. Ihr Geist. Ja, natürlich. Es macht allein, es macht Angst. Und jetzt zeigt sich, wie groß deine Reife ist. Schuldzuweisungen fallen vollkommen weg. Jetzt macht dieser Satz, mein alter Satz, ich nehme alle Schuld auf mich. Nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Und das ist so leicht zu tragen. Es ist wirklich leicht zu tragen. Schau jetzt, wir springen in das Helene-Buch rein. Da war Holofeeling so gefestigt mit der Sache mit dem Toni. Du weißt, jetzt muss ich schon wieder chronologisch, jetzt, immer jetzt, dich darauf hingewiesen, es wird irgendwann einmal einer von euch zwei zuerst sterben. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, dass euch beide gleichzeitig wegreißt. Aber das ist ja schon der Fall, wenn du weder an den einen noch an den anderen denkst, selbst wenn du jetzt sagst, ich bin die Helene. Aber das muss man hinnehmen. Du weißt, wir haben da schöne Selbstgespräche drüber geführt. Aber es macht Trauer, macht keinen Sinn. Ja. Du trauerst nicht, weil du so sehr geliebt hast, sondern weil man dir was weggenommen hat, was du eigentlich zurückbekommen hast. Wenn du weißt, was es heißt, wo die Sachen herkommen, die ein Geist sich ausdenkt. Ja, ja. Und wenn das einmal installiert ist, öffnet sich eine wundervolle Idee in eine vollkommen neue Welt, die für dich, wie gesagt, wohlgemerkt nicht vorstellbar ist. Mhm. Das sind unsere 3x3x3 Wachstumsstufen. Wenn du die von unten nach oben durchläufst, solange du noch in der Gebärmutter bist als Wesen, jetzt natürlich ausgedachterweise, gibt es keine Vorstellung, was ist, wenn ich dann abgenabelt war und in die Welt geschmissen war. Ja, ne? Aber was ist die WLD? Ein polarer Rand, ein Brandopfer, den ich von Augenblick zu Augenblick opfern muss. Die Worte sind selbsterklärend. Ich sage, nichts ist selbsterklärender wie ein Wort, wenn du die Vatersprache verstehst. Dann wird das Buch, dieses 400-Seiten-Buch, kannst du unendlich erweitern durch diese Iterationen, die mit Holofeeling dir glauben, und du kommst niemals aus dem Kontext von Holofeeling, aus dem Gesamtkontext heraus. Ja. Ob wir das jetzt mit Buchstaben machen, mit Wortumstellungen oder Zahlen einsetzen. Total, ja. Ich rechne dir das vor. Mhm. Weil das vollkommen neu ist für dich, für die Welt, für den polaren Rand, für die Menschheit ist es nicht. Holofeeling ist nicht erschaffen für die Figuren, die du dir ausdenkst, sondern immer nur für einen bewussten Denker. Ja. Wir lassen es auch alles unangetastet. Und jetzt merkst du auch jetzt in den letzten Updates, in den letzten Selbstgesprächen, wie komplex das Ganze ist, wenn ich jetzt die Matrix mache, wie das vollkommen synchron läuft. Ja. Wenn wir reinspringen, die letzten zwei Updates von gestern, hier und jetzt gedacht, G E Quadrat, das gestern ist ein ganz interessantes Wort. Wir haben einen Geist, der ist E Quadrat. Das ist die Energie in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass es sich selber verändert, weil diese Energie laut Physikbücher weder zerstört noch vermehrt werden kann. Sie ist nichts und alles gleichzeitig. Du kannst nicht mehr aus der Energie machen, wie sie ist. Und du kannst sie nicht zerstören, weil sie nichts ist. Das ist der erste Widerspruch von absolutem Nichts bis zum absoluten Unendlichen Alles. Und die Form ist dazwischen drin.
In dem Gestern ist auch der Geist, in dem ich mich versteckt habe. Da ist zuerst einmal das G, dieser Geist war zu E Quadrat. Das ist diese Energie, die ständig umgeformt wird. Und jetzt haben wir einfach das deutsche Wort Stand. Ja. Und jetzt denk wieder genau an mein Tetraederspiegelkonstrukt. Ja. Dass dieser Stand jetzt schon ausgedacht in dieser Peripherie, das ist gestern, hat nichts mit Vergangenheit zu tun. Jetzt haben wir natürlich auch unser SDR, das G heim ist G, GE Quadrat ist HM. Der Geist E Quadrat ist HM. LHM ist implodiert in diesem einen Punkt. Okay. Siehst du? Helene-Programm, wenn du Geist-Helene-Programm hast, nickt und schmunzelt mit einem tiefen Verständnis. Da gibt es jetzt noch etliche Namen, die ich sagen kann, die jetzt da das Herz aufgeht, wenn sie das hören und sagen, ey, ist mir noch nie aufgefallen. Was meinst du jedes Wort, wenn ich sage, ich mache ein 400-Seiten-Buch, wenn du die Grundlagen hast, nickst du nur. Das ist so ein Übergang, wo ich bei vielen jetzt viel ist nicht Mehrheit. Ja. Ich rede jetzt von Geisteswung, heißt ich mit verschiedenen Programmen, die sich so weit entwickelt haben, um das genau auszudrücken, dass dann ein Punkt kommt, dass wenn du Selbstgespräche hörst, dass du mit einem Hochgenuss das verfolgst, worauf ich dich hinweise und ohne groß nachzuschauen, kannst du das nachvollziehen? Ja. Und du musst dir dann eingestehen, wenn ich es aber selber sehe, sehe ich es noch nicht. Wenn ich darauf hingewiesen war, sehe ich es. Aber das wird immer intensiver werden, umso mehr du dich mit diesem Spiel beschäftigst. Und darum sage ich auch immer wieder, wenn du Bücher liest, wenn manche jetzt hier, ohne Namen zu nennen, jetzt wieder in ihrer Welt Programme machen, jedes Buch, das du liest, jedes Video, das du dir anschaust, jede Zeitung, die du liest, bevor du die Vatersprache nicht lernst, ist verlorene Zeit. Du hältst dich in dem Gefängnis fest. Weil das, was du zurzeit aus einem Buch, aus einem Artikel herausliest, aus den Worten herausliest, erzeugt in dir Vorstellungen, die immer wieder Begehren, Hass, Neid, Angst, Ärger erzeugen, weil du die Worte extrem einseitig fehlerhaft auslegst. Ja. Und die Zeit könntest du dazu benutzen, einfach nur Selbstgespräche zu hören oder Erbarungen zu studieren. Ja. Dann kommt eine Phase, die jeder, der jetzt, ich sage jetzt wieder Zeitspanne, jeder, der die letzten 15 Jahre oder 10 Jahre das sehr intensiv studiert hat, das ist diese Gesichter, und jetzt rede ich ganz normal von Brösel zu Brösel, ob das diese Hardcore-Menschen wie Redo, Diana, die Fettings, die Helene, könnte ich jetzt zig andere Namen dazu nennen, dass die im ständigen Wiederholen der Bücher einmal lesen, reicht nicht. Ja. Erinnere dich, wo der Toni mich das erste Mal anruft, wo er ich bin, nur das erste Mal gelesen hat, was ich zu ihm gesagt habe. Wenn du fertig bist, lese es nochmal. Und das wird nach dem dritten, vierten Mal lesen, vor allem wenn du viele andere Bücher dann, die Ohrenbauernschriften, die höheren liest und du liest die ersten wieder. Wir haben ja jetzt in unserem Chat einige, die jetzt Auszüge immer aus dem achten Band reinstellen, aus dem ersten, diese ersten acht Bände, ist so eine einfache Sprache. Ja. Dass dir da erst bewusst wird, was dir da erklärt wird. Obwohl das in ganz klaren Worten dasteht. Noch präziser kann man es nicht ausdrücken. Vor allem, wenn du in die höheren Schriften liest. Jeder einzelne Satz, sogar jeder Schreibfehler hat seinen Sinn. Und wenn es bloß ein Test ist, wo ich oft darauf hinweise. Ja. Du wirst ständig von mir getestet. Jeden Moment ist ein Test. Ja. Und was hast du zuerst zu lernen? Nicht intellektuell, wenn ich das jetzt wieder... Das macht ja sofort wieder mit einer normalen Logik Angst. Ich habe ja so viel, das sind ja mindestens 20.000 Seiten. Ich kann mir das gar nicht, wann soll ich denn das machen? Was meinst du, wie lange die Ewigkeit dauert? Verlass einfach zuerst einmal dein unbewusstes chronologisches Denken und dann wirst du merken, dass subjektives Zeitempfinden so unendlich dehnbar ist. Mein schönes Beispiel, wenn du nachts nicht schlafen kannst. Ja. Dann fühlst du dich meistens unwohl. Und ich sage dir ganz genau, wieso du dich unwohl fühlst. Weil du willst, dass die Nacht, was jetzt da ist, rum ist. Du meinst, wenn dann die Nacht rum ist und jetzt denkst du an eine Zukunft, wird es besser. Und das ist die erste große Falle, zu glauben, dass in der Zukunft irgendetwas besser wird, wie es jetzt ist. Oder vielleicht auch schlechter wird. Erzeugt Angst. Hm. Wieder die zwei Seiten. Ja, ja. An was denkst du, wenn du an die Zukunft denkst? Was für ein Gefühl erzeugt es in dir? Ein Schmunzeln, auf Freude, weil es besser wird, es kann ja nur besser werden, oder eine Angst, dass es schlechter wird. Wieder noch. Du bist schon wieder einseitig. In der Zukunft wird gar nichts sein. Gar nichts.
dass du dich jetzt schlecht fühlst, ist, weil du mit dem Jetzt nicht einverstanden bist. Und nicht einverstanden sein, jetzt immer wieder, du hast wieder einen Gedanken, der natürlich immer, den du iterierst, den du wiederholst, den du drehst, den du wendest, das ist das, was ich Handwichserei nenne, was gar nicht existiert, wenn du es nicht denkst. Ja, ja, ja. Ob was kaputt geht, ob du was meinst, du brauchst was, zum Beispiel du willst gesund sein, was zwangsläufig dich zwingt, dass du an den Körper denkst, der nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Weißt du, sagt so einen normalen Menschen, atmest du eigentlich, wenn du nicht ans Atmen denkst. Dann sagt, es ist ja so logisch alles. Ja, dann wird es mich ja nicht geben. Merkst du, wie trügerisch das ist? Und jetzt versucht es irgendeinen hochgebildeten, bis dato von dir geglaubt hochgebildeten Menschen, ob das ein Mediziner, ein Medizinprofessor, ein Physiker, ein Chemiker, was auch immer, ein Philosoph ist, erklärt es denen, stellt ihnen diese Frage, wie er darauf reagiert. Ich sagte, der kann nicht anders, das ist bloß eine KI, die habe ich so programmiert, dass du das erkennst. Ja, ja. Es macht allein, das Spiel musst du alleine spielen. Ich sage, du musst bei Holophilien keinen missionieren, nicht einmal dich selber. Na. Hüte dich selbst, den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, hüte dich dem missionieren zu wollen. Die lassen wir alle so, die Gedanken lassen wir so, wie sie sind. Wenn du das nämlich wirklich machst, dass du einen Gedanken absolut unverändert, wertfrei betrachten kannst, nicht mehr verändern willst, wirst du nämlich feststellen, dass wie so schnell wie auftaucht, fällt er wieder in dich hinein. In die Heiligkeit. Ja. Ist die Grundvoraussetzung, dass was vollkommen Neues in dir auftaucht. Aber vollkommen neu ist niemals irgendetwas, was dir mit deiner jetzigen Logik logisch erscheint. Na. Das habe ich so oft erklärt. Genau. Du kannst auf Windows unheimlich viele Programme einspielen, die neue Bilder aufschmeißen. Es sind nur Variationen von Variationen der Grundbetriebssystem Windows. So wenn wir jetzt austauschen. Was ja. ganz Neues brauchst du ein vollkommen neues Betriebssystem. Und jetzt kommt diese Sache, du kannst nicht von unten nach oben schauen, das erfordert Vertrauen. Genau, absolutes Vertrauen. Absolutes Vertrauen in UB, der eigentlich zu dir sagt, ich bin du. In dich selbst. Ja. Und Ärger machst du immer selber. Es ist ein zwanghafter Mechanismus, eine Definition. Mhm. Wenn du dich jetzt zum Beispiel über irgendwelche Politiker aufregst, die ich dich träumen lasse, die so sind, wie sie von dir geträumt werden, was du dir nicht raussuchen kannst, und du regst dich über die auf, na so, ich denke sie doch einfach nicht. Und du wirst feststellen, es funktioniert nicht, wenn du dich darüber aufregst. Ja. Das, was im Hintergrund bleibt, ist immer die Sachen, die dir relativ gleichgültig sind. Genau. Darum ist bei den meisten Menschen, selbst wenn ein Haufen an Geistesfunken drin ist, Holofeeling total im Hintergrund. Mhm. Weil sie meinen, das ist nicht wichtig. Die wissen ja, die Logik schreibt ja genau vor, was wichtig ist für dich. Aber die konntest du dir nicht raussuchen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die Sprache, die du zurzeit sprichst, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, du Geist, ich rede immer mit deinem Geist. All das konntest du dir nicht raussuchen. Ja. Ich vereinfache das wieder, solange du in einer Matrix heranwächst, in einer Gebärmutter, Geber. Dann wieder die zwei Seiten, die männliche ja. Potenz und die Mutter. Genau. Mäder, Matrix, ja. Matrix. Mhm. Dann wirst du zuerst einmal ein Zeuge dir war mit ziemlicher Sicherheit. Das ist ganz einfach biologisch gesehen, genau. Biologisch, lebendig logisch gesehen. Aber du kannst ja nicht raussuchen, ob du eine Katze, ein Hund, eine Kuh, ein Schaf, ein Kamel, egal was auch immer wirst. Ein Trockennasenaffe. Bleib mal auf, ob du Gorilla oder ein Udang, ein Schimpanse wirst oder das, was du Mensch nennst. Es sind ausgedachte Dinge. Ja. All das sind jetzt Gedanken. Genau. Was verändern die an dich, wenn du deine Informationen veränderst? Was verändern die an dir selbst? Weißt du überhaupt, was du selbst bist? Also lass das Leben laufen. Ja. Und dann hast du deine ganzen Gurus. Ich kann dir sagen, wenn die kommen, selbst die ist komplett zitiertes Wissen. Ich mache ja. immer gern mal einen Osho. Ganz tolle Schriften. Sehr lehrreif, mit Holofeeling gleich zweimal gut. Aber dann kommt immer wieder die Meditation, die Techniken. So eine trügerische Falle, mit einer Technik was erreichen zu wollen, was du schon bist. Ja. So mal so Osho für mich, so Atemtechniken, Meditationstechniken, sich in die Stille meditieren und setz dich hin, schließe die Augen und atme ganz bewusst.
so ein geistloser Blödsinn, was dich zwangsläufig zwingt, ständig an deinen Körper zu denken. Das ist es. Mit dem Atmen. Ja. Der überhaupt nicht existiert, wenn du an irgendwas Geistreicheres denkst. Und jetzt kommt die Vordersprache, die sagt, es sind Vorstellungen. Alle Darstellungen. Wieso ist das hebräische Wort für Licht und für die Luft dasselbe Wort? Ja. Ein Luftraum ist das Chaos, das Tohu Wabohu. Ja. Aber da haben wir das Licht Tobi. Wir müssten die Worte verwandeln in einen vollkommen neuen Bereich, was eigentlich schon im Kleinen passiert, wenn wir von Metaphern sprechen. Ja, genau. Das ist eine Verwandlung. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Es geht nicht mehr um den Krug. Lügen haben kurze Beine. Es geht auch nicht um irgendwelche kurze Beine. Genau. Da kommt ein Verstehen in einen komplett anderen Bereich. Und wenn du verstehst, dass du jetzt träumst und dass selbst diese sinnlich wahrgenommenen Informationen symbolische Bilder sind. Ja. Anfang von den Spinnen bis zum Spinnennetz, jede Kleinigkeit ist Weberschiffchen. Ich kenne, egal was wir machen, ein Fenster, ein Haus, es sind nicht nur über die Worte, sondern auch die Bilder sind symbolische Symbole, die du komplett umwandeln musst in einen geistreichen Bereich. Und nicht so wie, es ist ja rudimentär, extrem grob, es ist ja in der ganzen Esoterik mit drin. Mhm. Aber über allem schwebt halt dieses unbewusste chronologische, raumzeitliche Denken. Ja. Bei Holofeeling sage ich, Holofeeling ist weder eine religiöse Spinnerei, SB innen, ja. SB, das raumzeitliche Wissen, ist in dir drin und SB sind die Shin-Wellen, die logischen Wellen, die du aufwirfst mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Ja. Das ist keine esoterische Spinnerei. Du wirst unser Thema über Lichtnahrung essen und so weiter und so fort. Aber der Körper, mein Körper kann auch ohne normale Nahrung. So, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und dann haben wir wieder welche, die sagen, das ist unmöglich, das ist absolut unmöglich. Ich sage, für dich in deinem Traum, du bestimmst sogar mit der Logik, die du zum Denken benutzt, deine Naturgesetze. Ja. Du könntest übers Wasser laufen. Du könntest fliegen wie ein Vogel und Superkräfte haben wie Superman. Wenn das auf deinem Programm drauf wäre, weil die Figur, die in dir auftaucht, wenn du an dich selber denkst, im Anfang war das Programm, mach das Programm. Genau. Auch was du siehst, wenn du einen Säugetierkörper aufschneidest, was dann in Erscheinung tritt, es tritt immer nur das in Erscheinung, was jetzt da ist und innen ist sowieso nichts. In ja. der Form. Ein Vorgestellter, du kannst in den Spiegelraum nicht reinschauen. Ich sage immer, du kannst nicht in einen Apfel reinschauen oder in ein Zimmer reinschauen. Du bist immer der Mittelpunkt und schaust nach außen. Du änderst nur die Position, deine ausgedachten Positionen. Dass ich denke mir jetzt ein Zimmer und dann gehe ich in das Zimmer rein und kann ich in dem Zimmer wieder die Perspektiven abrastern, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Das ist jetzt aber, das Zimmer ist wieder ein vorgestellter Punkt, wo ich mich dann immer reinsetzen muss, um das von innen abzurastern. Oder mein Schönes, wenn ich jetzt einen Apfel nehme und ich schneide ihn auf, zack. So, jetzt sehe ich das, was innen drin ist. Du siehst immer nur Oberfläche. Genau. Eine Seite der Oberfläche, wo eine Kehrseite dazugehört. Ja. Bis du das Prinzip hier der zwei Hälften verstanden hast, was eigentlich die Augen ist ja nur ein Auge und wir machen das dann mal die eine Hälfte, weil wir ja immer zwei dazu brauchen. Ein Auge, wenn du nimmst, Becken, ja. ist dieses System, das sind zwei Halbkugeln, die innen verspiegelt sind. Genau. Und das eigentlich ist ein Punkt. Mhm. Aber es würde jetzt so weit führen, das wäre Physik. Das Irre ist, es steht exakt arithmetisch in allen Physikbüchern drin. Du darfst bloß nicht an Physiker fragen, was das bedeutet. Es steht in den Heiligen Schriften drin. Frag aber nicht an Dialogen, was das bedeutet, weil du landest immer bei einseitigen Auslegungen. Ja. Und die äffen das wiederum nach, was sie ihnen ihre Lehrer erzählt haben. Mhm. Das ist ja der Hexenkessel, der Zirkelschluss. Ich spreche immer von Zirkelschluss. Z-I-A, die Geburt einer intellektuellen Berechnung. Der Geburtsgeber ist Gott und das ist der Kopf. Genau. Was übrigens ganz nebenbei, wenn ich sage, dieser großartige Mensch, Jesus Christus, ein Symbol, Geros. Geros. Jesus, wissen wir, heißt, Jesus heißt auf Hebräisch ja Pferd. Pferd. Mhm. Dann haben wir den Geist, der ist ein Ross. Aber jetzt kommt noch viel was Schöneres, dass dieses Ross, R-O-S-S, Doppel-S ist Shin. B-Roshit, Bara Elohim. Das Ross ist auch der Rosch, der Kopf. Ja. Weil ich ja das O zu einem
A mit O-Vokalisation mache. Das ist übrigens Rosh heißt Kopf, schreibt sich Resh Alef Shin. Kann auch O-Vokalisiert, wird Rosh ausgesprochen, ist wieder die Sache mit der Vokalisation unseres Alefs. Und das Doppel-S ist ein Shin. Dann haben wir Rosh. Großartig ist Geros. Du kommst aus dieser Jesus-Symbolik nicht raus, was ich aber wieder sage, das ist wieder eine Märchenfigur. Der Christus. Bin ich so oft drauf eingegangen. Und du bist viel mehr wie dieser Gedanke, der dir aber was sagen soll. Der dir jetzt übrigens was sagt. Ich sage immer wieder, ich bin der, der ich zu sein behaupte, ich bin OB. Ich habe mir meinen Namen genauso wenig rausgesucht, wie du dir deinen Namen rausgesucht hast, wenn du an dich denkst. Es ist auch ein Dasein müssen. Du weißt, ich sage immer wieder, ich glaube nicht an Gott, ich arbeite für ihn. Aber letztendlich arbeite ich immer für mich selbst. Und da ich auch du bin, im roten Bereich als ich, arbeite ich nur für uns. Aber nicht für irgendwelche Gedanken. Und das kriegt man dann irgendwann mit, wenn man das überprüft. Da ich immer wieder betone, dass wenn ich sage, musst du aus dem Kontext erkennen, rede ich jetzt von den Gedanken Udo Böttcher, den du dir ausdenkst, der vollkommen unwichtig ist. Aber weil er vollkommen unwichtig ist, ist er das Wichtigste, was du überhaupt hast in deinem Leben. Das größte Geschenk, wo dir das Leben überhaupt geboten ist, ist, dass dieser Brüssel Udo in dir aufgetaucht ist. So ist es. Ein göttlicher Wegweiser, der dich wieder zu dich selbst zurückführt. Und du musst nichts tun. Ich betone es immer wieder. Wir sind hier keine Sekte, keine Religion, die Welt verbessern will. Du kannst meine göttliche Schöpfung nicht besser machen, wie Gott sie erschaffen hat. Es ist perfekt, es hat alles einen Sinn. Dann fängst du schon wieder an, fehlerhaft das Ganze zu machen, weil du eine Einseitigkeit anstrebst. Alles Und ist das für gut. sich einmal akzeptieren, egal welche Rolle du jetzt spielst, die kannst du weiterspielen. Du weißt, wenn ich immer von meinen Professoren rede, dass sie nicht sagen, halt dir den Mund, du musst keinen deiner Figuren um dich herum. Du musst es verstehen und dann wirst du merken, dass vielleicht welche auftauchen, wo du merkst, die resonieren. Die erkennen ja dieses Ich bin du, wir sind alles. Dieser verbindende Parameter. Dass diese Erkenntnis da ist, dieses Ich denke mir doch diese Menschen jetzt aus. Und wenn jetzt du auf der Ebene der Menschen, dass mehrere zusammen sind, ich sage immer wieder, da ist jetzt nur ein Allereinziger, der uns jetzt ausdenkt. Schau, da kommt jetzt wieder zu. Mein Kleines, an Hallo. dich habe ich heute schon gedacht. Und ich jeden Tag, oder auch Immer. wenn ich mich nicht gemeldet Laufend. habe. Jeden Laufend. Laufend, ganz genau. Ganz genau. Das ist, es Schön. gibt keinen anderen Gedanken wie an uns. Ja. Darum habe ich mir gedacht, jetzt, dass wir das auch darstellen können, wenn wir jetzt unter drei Bröseln angenommen, wir wären jetzt in einer Gedankensphäre, ich nenne das einmal das so. Es ist immer wieder wichtig, ist nur der, der uns jetzt ausdenkt. Ja. Weil wir jetzt in dem drin sind, der uns drei ausdenkt. So ist es. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, lass das auf dich wirken. Gut, wenn du jetzt an dich denkst, dann denkst du zwangsläufig an deinen Körper. Das schreibt dein Programm dir vor. Aber du denkst jetzt auch diese drei Brösel aus auf dem Bildschirm. Aber das ist nur Bildschirm, das sind Pixelmännchen, das ist die Menschen selber und immer wieder, einen Menschen kannst du dir nicht ausdenken. Das sind die Kleinigkeiten, diese kleinen Verbesserungen sind wirklich wie ich dick, für das zu erkennen, was der absolute Mittelpunkt ist, aus dem alles entspringt, dieses Existieren, Existere, Heraustreten aus. Genau. Das ist, wie oft soll ich das noch wiederholen? Es ist so unendlich einfach. Ich kann immer wieder diese Sache, frag dich einmal selber, was ist da in mir drin, dass ich das immer wieder vergesse? Die Angst, das Festhalten, das nicht loslassen wollen. Und ich sage, du musst doch nicht einmal loslassen. Das bezieht sich doch schon wieder auf irgendwelchen Besitz, an irgendwas. Ich sage, schon die wirkliche, absolute Erkenntnis, dass alles, was du zu sehen bekommst, da steckt die Ehe schon mit drin, wo du dich wieder zu verbinden hast. Weil sobald du was sehen tust, ist was getrennt von dir. Du hast eine Vorstellung. Du brauchst die Unterschiede, um was zu sehen. Dass du was Existierendes, existiere etwas, was aus dir heraustritt, aus, jetzt wohlgemerkt aus dem absoluten Mittelpunkt, den wir uns jetzt schon wieder ausdenken.
Selbst dieser ausgedachte absolute Mittelpunkt ist schon wieder was Ausgedachtes. Ja. Ich rede von etwas, was nicht gedacht werden kann, weil es ewig ist. Ja. Was du denkst, ist aber nicht mehr ewig, sondern das ist nur ein Moment. Und von dem Moment siehst du, Mom heißt Fehler. M-O-M. Ein Kreisen zwischen zwei M. Darum ist dieses Mem-Im, das Meer. Mem besteht aus Jom-Endung 2, das Meer. Vom Meer kommen zwei M. Und das ist Mom. Die fangen jetzt an zu füllen in dir. Das ist das hier. Das kreist dann um dich selbst. Mhm. Ich habe es so oft im Detail erklärt. Ich weiß, ich betone auch immer wieder, wenn du das jetzt das erste Mal hörst oder nur ein paar Mal gehört hast und da nicht wirklich versucht hast, dich darauf einzulassen. Ganz interessant, acht, was ich sage. Darauf einzulassen. DR heißt Generation, die geöffnete Berechnung, die auf dir ist, wie Gedankenwellen. Und du musst die wieder einlassen, in dich hineinlassen. Dann entsteht eine wirkliche Veränderung und nicht nur eine oberflächliche Veränderung. Mhm. Ja. Und tiefste, jedes Wort wird selbsterklärend, umso mehr du diese Vordersprache verstehst. Mhm. Vom ersten Tag an erkläre ich das nur einem allereinzigen roten Ich, zu dem ich sage, ich bin du. Ja. Nicht der Vorstellung, die du zurzeit von dir hast, aufgrund des Programms, das ich dir gegeben habe. Das Leben, das du durchlebst. Mhm. Alle Leben werden vom selben Geist durchlebt. Was ich schon lange noch mal gesagt habe, ich, JCH, bin das, was du sein wirst, wenn du das Buch dieses Leben zu Ende gelebt hast. Dann bist du für einen kleinen Moment wieder ich und dann zoomen wir uns das nächste Leben raus. Plus das nächste Mal machen wir es vollkommen bewusst. Und da werden ganz andere Möglichkeiten da sein. Mhm. Wir machen hier keine Religion und keine Esoterik. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Also zuerst einmal ist eine Grundvoraussetzung, dass du auch wirklich weißt, was 100% sicher bedeutet. Das ist das, was du hier und jetzt überprüfen kannst. Mhm. Und du kannst hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen, dass es dir nicht möglich ist, irgendeinen Gedanken festzuhalten. Irgendeine Information festzuhalten, weil jede Information, egal ob das gedacht, bewusst gedacht, nur ein Gedanke ist oder ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist, mhm, wird mit nächsten Gedanken wieder zerstört. Und zerstört. Du musst nur den Kopf drehen, dann schau, was mit den Bildern in deinem Kopf passiert. Mhm. Und jetzt halt einfach das erste und das zweite Gebot. Ja. Mach dir kein Bild von dir selbst. Ja, so ist es. Und mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel, da drüben auf der Erde, von irgendwas im Wasser, im Meer. Das sind alles Vorstellungen. Mhm. Ausgedachte Dinge, die man aber rot und blau machen könnte. Und dann wird es, ob ich jetzt ein ausgedachtes Licht mir denke, eine Sonne denke, oder ob ich mir eine Lampe im Projektor denke, die ist natürlich jetzt ausgedacht, wo ich immer wieder sage, die siehst du aber niemals auf der Leinwand. Du kannst auf der Leinwand einen Projektor auftauchen lassen, wo wir den aufmachen und dann siehst du die Projektionslampe. Die ist aber ausgedacht, aber wir haben immer das Prinzip zwischen Diapositiv und Dianegativ. Du brauchst immer nochmal im Hintergrund eine Matrize, Patrize, Matrize. Ja. Und das ist das Verrückte, wenn ich jetzt das auf Wellen beziehe, dass das mit dem Mittelpunkt, das verschiebte Mittelpunkt in ein Ungewisses, da werde ich eventuell mal nochmal drauf eingehen, wenn wir uns das genauer anschauen. Und wenn du meine Gedankengänge mitgehst, kommen wir laufend Heurikas, in einem Fort kommen wir Heurikas. Wo man oft, das hängt jetzt von deiner Reife und deiner Interesse ab, an dir selbst, wie du funktionierst. Ich erkläre jetzt erst, was du bist und ganz grob, soweit es mir möglich ist, in deinem jetzigen Verständnis und deinem Vorstellungsvermögen, weil wenn ich es genau erklären will, müsstest du das Wissen deiner Menschheit haben. Das ja in dir drin ist, wo du aber sagst, ich weiß es nicht. Das, was dich hindert, das zu wissen, ist eben der Glaube, dass du immer noch in der Verwechslung meinst, du hättest mit dem Zeug nichts zu tun, dass du dir ausdenkst. Mhm. Und es ist halt so, dass egal an welchen Menschen du jetzt denkst, und ich sage immer wieder, ob das jetzt Philosophen sind, ob das Professoren, irgendwelche Wissenschaftler sind, ist ja nur Schwamminhalt. Es ist Wissen, das du vom Hörensagen kennst. Genau. Hätte man dir was anders erzählt, würdest du was anders glauben. Mhm. Ganz einfache Beispiele. Das heißt, mach dir jetzt erst einmal bewusst, in was für einem einseitigen Wahn du zurzeit lebst, was übrigens dann nochmal extrem unterstützt war dadurch, dass du ja felsenfest davon überzeugt bist, dass das dir selbst ja vollkommen logisch erscheint.
Du musst wissen, wenn jetzt ein Computer dir ausdenkst mit deiner jetzigen Logik und er hat ein Virus, der Computer kriegt das nicht mit. Was er macht, ist für ihn vollkommen logisch, weil für ihn ist der Virus genauso ein Programm. Ich sage immer wieder, wenn wir da was verändern, vom Computer aus gesehen, diese Veränderung, er weiß nicht, ob das ein Update im positiven Sinn ist oder ein Virus ist. Weil der Computer von dem Menschen, der vor dem Computer sitzt und mit dem Computer arbeitet, überhaupt nichts weiß. Ja. Meinst du, dein Gehirn und dein Körper weiß was von dir? Meinst du, dein Gehirn weiß was von dem Geist, der du selbst bist, der sich das Gehirn ausdenkt? Ein Geschöpf weiß niemals irgendetwas von seinem Schöpfer. Und die größte Trugschluss ist, wenn das Geschöpf meint, an einen Gott denkt, das ist mein Schöpfer. Weil du schon wieder irgendeinen Gedanken, einen anderen, mächtiger machst wie dich selber. Du denkst dir doch das alles aus. Ein riesen Druckschluss zu glauben, da ist ein Gott, der mächtiger ist wie du selber. Geschöpfe sind immer Erschaffenes, Betonung liegt auf Affen. Diesbezüglich ist selbst Gott, den du dir jetzt ausdenkst, in einer gewissen Art und Weise ein Affe. Vielleicht ein alter Mann mit einem langen Bart, was du auch immer denkst bei dem Wort Gott. Weil du ja auch immer personifizierte Vorstellungen hast, zwanghaft. Als Schöpfer wird der bezeichnet, der etwas aus sich selbst herausschöpft. Ein träumender Geist ist ein Schöpfer. Aber an was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? Wie oft sage ich das? Mach dir mal bewusst, du kannst dir den nicht bildlich vorstellen. Du kannst das Wort träumender Geist denken. Aber der träumende Geist ist nicht ein Affenkörper, der da liegt und schläft und sein Bewusstsein verloren hat, weil in seinem Kopf plötzlich ein Traum beginnt. Das sind alles Vorstellungen. Selbst das Nichts, wenn ich sage, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Dann denkst du an das Wort Nichts. Das ist aber nicht nichts, weil du den Unterschied brauchst. Das Nichts wiederum ist jetzt ein Geräusch, das aus der Stille auftaucht. Genau. Das einmal verstehen, was das absolute Nichts ist. Diese Nihilo, Creatio ex Nihilo, das Alla. Das muss verstanden sein. Und dann ist die Angst weg. Ja. Und wenn die Angst weg ist, kommt die ewige Freude. Das ist es. Die Glückseligkeit. Glückseligkeit ist nicht das Gegenteil von Unglück. Wenn du jetzt ganz all die Offenbarungsschriften siehst, sage ich immer wieder, Kegel, eine 3D-Reihe. Du hast ja schon wieder die 4 im Hintergrund, das habe ich gerade gesagt. Mhm. Der Kegel besteht aus Kreis und Dreieck. Und genauso kann ich sagen, das Wort gut, rot gelesen, besteht aus gut und böse. Mhm. Ein Tag, für uns jetzt ausgedachterweise 24 Stunden, besteht aus Tag und Nacht. Könnte das auch hell und dunkel nennen. Das kann ich jetzt zig Beispiele runterpredigen, nur was feststellen, dass in der unteren Bärchenebene die Plushälfte immer denselben Namen hat wie die Synthese. Mhm. Gut, gut und schlecht. Tag, Tag und Nacht. Mhm. Du darfst diese Plushälfte, den Tag, nicht mit dem ganzen Tag verwechseln. Na. Weil dann bist du schon wieder in einer Einseitigkeit. Mhm. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Du darfst dich nicht mit einem Gedanken von dir verwechseln. Du bist nicht der Körper, der in dir auftaucht in dem Moment, wo du an dich denkst. Du bist all deine Gedanken. Hm. Das bedeutet Holofeeling. Genau. Der immer ist, weiß, dass die Wellen, die er aufschmeißt, dass er alle Wellen sind, die es ohne ihn gar nicht geben würde. Und die Hölle beginnt wieder, wenn er sagt, die eine Welle, der Gedanke bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Und jetzt kommt noch ein viel größerer Druckschluss. Er versucht dann, den Gedanken möglichst lang am Leben zu erhalten, mit denen er sich verwechselt. Was aber doch absolut hundertprozentig sicher offensichtlich ist, dass dein Körper schon in dem Moment, wo du ihn nicht mehr denkst, sich wieder auflöst. Weil du auch dann eindeutig Informationen anschaust, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Und hundertprozentig sicher zu glauben, dass sich das in deinem Gehirn abspielt, das auch nur dann existiert, wenn du an das Gehirn denkst. Und dass du nur deshalb was siehst, weil da Augen sind, die auch nur existieren, wenn du an deine Augen denkst. Das als hundertprozentig sicher anzusehen, ist eine Demonstration von absoluter Geistlosigkeit der Figuren, die sowas glauben oder behaupten, die natürlich auch wieder nur ausgedachte Figuren sind, die wir uns jetzt denken, die auch nicht existieren, wenn wir die jetzt nicht mehr denken. Ja. Ich wiederhole einfach nur Sachen, die ich schon tausende Male wiederholt habe, und es geht nicht anders. Ja.
der Prozess, ich weise darauf hin und ich garantiere dir, als der ich wirklich bin, ich rede jetzt nicht als Udo, dass du mit einem Schmunzeln, schau die Helene jetzt an, eins dieser Gespräche, wo deine Physiognomie von dem Pixelmännchen, wo du sagst, das erklärt uns der seit 20 Jahren, wieso lange habe ich so lange gebraucht, bis das wirklich verstanden wird. Ja. Es ist irgendwie logisch, wenn man den Gedanken mitgeht und dann klingelt das Telefon, es ist irgendetwas, ich lasse einen Reiz auslösen in die Aufregung und es beginnt, du gehst so in eine Sackgasse, in eine Hirnwichserei rein, von einem Moment zum anderen. Mhm. Dann will man wieder was reparieren, was verbessern, was anders haben. Und lass das weiterlaufen, aber mach es bewusst. Das ist der große Trick. Lass das Leben ganz normal weiterlaufen. Du hast an dir nichts zu verändern. An dieser Rolle, wie ich sage, der Schauspieler auf der Bühne, der ein Drehbuch abrastert, seinen Faust, seinen Hamlet, was auch immer. Mach es bewusst. Du musst die Rolle nicht verändern. Mach es nur bewusst. Momentan hast du nur zu lernen, was du bist und was deine Gedanken sind. In was für eine Rolle du drin steckst und welche Möglichkeiten hast du, da rauszukommen. Ich sage überhaupt keine, weil wie willst du wo rauskommen, wo du eigentlich genau genommen gar nicht rauskommen kannst aus dir selber. Die kommen aus dir heraus. Alle Bilder, alle Gedanken kommen aus dir und fallen wieder in dich rein. Und es wird dann wirklich sekundär, es wird extrem sekundär, weil es dreht sich alles um was ganz was anderes, jetzt rot gelesen, nämlich um dich selbst. Mhm. Für mich ist nur der wichtig, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, der sich jetzt die Helene, die Ariane, den Udo und sich selbst als real wahrgenommene Person ausdenkt, die natürlich nur dann da ist, der Körper, wenn du jetzt an dich denkst. Was ich jetzt behaupte, dass jetzt über Strecken, lange Strecken beim Zuhören dieses, beim Anhören dieses Videos nicht der Fall war. Mhm. Das sind immer so Kleinigkeiten. Du kannst ja nicht beobachten, wenn sich was auflöst. Dieses, ich garantiere dir, du kriegst von deiner Auflösung so viel mit wie von deiner Geburt. Als Säugling. Nichts. Kannst du übrigens sofort überprüfen. Da habe ich jetzt ein paar schöne Beispiele, die ich vielleicht einmal nochmal bringe. Letztendlich, wo die Leute mal ganz schockiert sind, wenn ich da immer darauf hinweise, dass also so Kleinigkeiten, dass wenn du an was denkst, so ich beobachte mal, wenn sich das auflöst, das geht nicht. Solange du das beobachtest, löst es sich nicht auf. Und dann kommen irgendwelche andere Gedanken und dann im Nachhinein kann ich dann ganz eindeutig fragen, wann hast du jetzt eigentlich, wann hat sich das oder das aufgelöst, wo wir gerade noch davon gesprochen haben. Jetzt. Die Antwort ist einfach jetzt. Jetzt. Hier. Es gibt nichts Einfacheres wie Lichtgeschwind denken. Mit Lichtgeschwindigkeit denken. Das ist das Einfachste, was es überhaupt gibt. Mhm. Und wenn du den Punkt, diesen Frieden einmal in dir gefunden hast und deine Rolle, wenn ich jetzt weiß, dass mein Leben absolut geplant ist von Gott. Das ist ein Wunder. Ein Lernprozess. Ein wundervolles Leben. Helene, hattest du nicht, ich kann ja bei dir schon in einer fast Vergangenheitsform, hattest du nicht ein wundervolles Leben mit all den Ärger, mit allem, was war? Wunderbar. Und das größte Wunder überhaupt, wo es gibt, ist, dass die Ohrenbohrungen in dir auftaucht sind. Genau. Weil das ein klares Zeichen ist, dass das auf dieser Ebene jetzt, diese Unbewusstheit, das letzte Leben ist. Was nicht heißt, dass das Leben als Ding an sich deswegen aufhört. Ganz im Gegenteil. Es sind immer diese 3x3x3 Wachstumsstufen. Ja. Die du durchläufst und wo du jetzt sagst, das Trockennasenaffendasein hat aufgehört. Das nächste Leben, wie auch immer das sein mag, ich sage, alles, was wir jetzt mit der Logik hochspekulieren, was ich dir sage, ist eh trügerisch. Genau. Ich kann nur immer wieder sagen, du kannst den Säugling in der unteren Ebene, bis er in die Schule kommt, sagen wir, bis er spricht, kannst du nicht erklären, was passiert, was dann, ich kann Worte benutzen, auch einen Fünfjährigen sagen, ja, und dann wirst du heiraten und Kinder zeugen, das sind Worte, aber es ist nicht fassbar. Das wirst du erst erleben, wenn du über der Pubertät bist. Und dasselbe passiert, solange du jetzt nicht in den Wechseljahren bist, in der dritten Wachstum, in der Synthese, wo der Knick passiert, den ich so oft erkläre, ist es nicht möglich, das zu erklären. Alle Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo du morgen drüber lächeln wirst, dass es Lügen sind, wie blöd bin ich eigentlich gewesen. Alles, was für heute wichtig, für dich noch absolut wichtig und richtig erscheint, wirst du morgen in der nächsthöheren Ebene einfach nur schmuggeln und sagen, mein, bin ich ein Idiot gewesen.
obwohl wieder besseren Wissens. Ich sage immer oft dazu, wieder besseren Wissens. Du hast das bessere Wissen ja schon. Jetzt ist die große Frage, ist es installiert, wenn ich sage, du bist nicht dieser Körper und es ist unmöglich, diesen Körper am Leben zu halten. Existenzen sind nicht für die Ewigkeit geschaffen. Ja. Der Säugling muss sich auflösen, dass er Schulkind war. Tausendmal erzähle ich das. Das Schulkind, das wir uns jetzt denken, muss sich auflösen, dass es ein pubertierender Jugendlicher wird und der muss ein Erwachsener werden und der muss ein Greis werden und der muss sich auch auflösen, dass du ein bewusster Geist wirst. Was ist jetzt in deiner Menschheit, wenn du dich reinsteigerst, dich selbst, den Körper zu retten, die Menschheit zu retten, irgendwas retten zu wollen? Es ist vollkommen eine Demonstration von Geistlosigkeit. Mhm. Deshalb lasse ich dir das zurzeit träumen. Dass du das irgendwann einmal erkennen mögest, dass das nur Spiegelungen deines jetzigen Glaubens sind. War das für dich nicht auch wichtig? Ja. Und da musst du rauswachsen, dass du am Ende des Lebens das erkennst. So ist. Und dann ist keine Angst mehr davor, was eigentlich. Im Gegenteil, da kommt das nächste Problem, dass man vielleicht nicht schnell genug geht. Was aber dann das Problem ist, dass es nicht gehen wird, du wirst nicht gehen, bevor du nicht absolut im Frieden bist. Bevor du nicht mit dir selber den totalen Frieden geschlossen hast. Weg sein wollen funktioniert nicht. Mhm. Zumindest nicht auf die Art und Weise. Es ist immer ein Wollen. Ich will und ich will nicht. Mhm. Und das, was wie ich dick ist, ist genau das, wo dieses Ich will und ich will nicht entspringt. Und das bist du doch schon. Also schon, dass du weg sein willst, wenn du mal älter wirst. Das ist jetzt bei der Ariane mit Sicherheit nicht der Fall. Programm Ariane zur Zeit, wo sie steht. Es ist eigentlich so, ich sage immer wieder, die Physiognomie eines geschätzten Alters sagt dir eigentlich ungefähr die Seite, wo der Mensch ist, wie innen so außen. In dem Lebensbuch. Mhm. Bis du dann in einen anderen Bereich kommst und dann machen wir auf Changement. Dann bist du ganz einfach ich. Dann wirst du ein Odo, wie das heißt hier, ein Formwandler. Mhm. Weil du ihm ganz in die Köpfe reinspringen kannst. Mein schönes, wo ich immer sage, mein Wildbauzahlbeispiel. Mhm. Dann sind die Figuren, sind alle ich selber. Das bedeutet Holofeeling, nicht nur die Figuren. Und du kannst dann ganz bewusst dich in die ganzen Programme reinstrukturieren, wie in einem Videospiel. Und du weißt, wenn ich den Charakter spiele, dann ist es so. Wenn ich den Charakter spiele, dann schmeiße ich bei der Aussage, reagiere ich ja so. Mit dem Programm würde ich so reagieren. Das Einfache, das ein Beispiel. Der kann nicht anders, der ist so programmiert. Denke an Open Your Eyes an den Film. Ich sage immer wieder, die Filme sind Zeichen jetzt, die letzten zwei Updates. Mhm. Über die Matrix. Ja. Über Interstellar. Mhm. Die sind so dicht. Kannst dich noch erinnern, hier und jetzt, weltliches Gespräch, Ariane, wo wir das angeschaut haben miteinander? Mhm. Mit den Jahren, das Interstellar. Nee, halt, das war Inceptions, glaube ich, sind wir durch. Mit Marion hast du Interstellar. Ich habe es dir geschickt, aber es... Ja, nein, ich habe jetzt... Das war Inceptions, sind wir so genau... Inge. Sind wir so genau durchgegangen. Das sind so Elementarfilme, die so viel über dich selber aussagen. Und wohlgemerkt, glaub jetzt wieder nicht, dass da irgendwie ein Christopher Nolan, da bin ich drauf eingegangen, Nomen est Omen, keiner sucht sich was raus, die Wachowski-Brüder. Wie oft habe ich das erklärt? Mit der Matrix. Joel Silver. Mhm. Es ist eine Matrix-Schöpfung. Nomen ist Omen. In Namen liegt die Vorbedeutung. Nicht nur die Namen der Regisseure, die Namen der Drehbuchautoren oder dann der Schauspieler oder dann die Namen der Figuren im Traum, der Kuba jetzt in Interstellar. Ja. Mhm. Ich werde dir zeigen mit Holofeeling, dass nichts, nicht die geringste Kleinigkeit in deiner Welt ungeplant zufällig wäre. Es ist komplett geplant, es entspringt aus dieser Struktur. Ja. Und wenn du das jetzt annimmst, dann musst du dich diesem System ganz langsam nähern und es ist ein intimer, ein wundervoller Intime in Time, ein wundervoller Akt in kleinen Schritten. Ich meine, das in der biblischen Symbolik, das Fischlein muss nur anbeißen. Dann wirst du zu einem Schäfchen, das ich praktisch mehr oder weniger heimhole. Mhm. Und Zeit, wie gesagt, chronologische Zeit musst du komplett überwunden haben. Das ist das ewige Hier und Jetzt, musst du verstehen. Jetzt hast du mal das Ganze in die Transversale drehen, dieses Spiel. Ja.
Und dann wird dir auch bewusst, wenn du ständig was wiederholst. Dann sagst du irgendwann nochmal, mal, wie blöd bin ich eigentlich? Auf der anderen Seite will ich was Neues und dann sind so viele Kleinigkeiten, die du versuchst am Leben zu halten. Möglichst lang haben zu wollen, an Gegenständen, an Mitmenschen, an Kindern. Es zerrinnt dir alles, selbst dein eigener Körper zerrinnt dir wie Sand zwischen den Fingern. Das ist natürlich der Sand, der Rand, das Land, OND, so oft erklärt. Koll, das Weltliche. WELD, der polare Rand, das Brandopfer. Von Augenblick zu Augenblick musst du den polaren Rand opfern, dass eine neue Facette auftaucht. Und jetzt ist natürlich, wenn du mit einem immer denselben Programm, dass du an deinem Urglauben nichts verändern willst und immer in dieser richtig verkehrt nur die richtige Seite haben willst, was du in diesem chronologischen Wechsel sein, wie in hell und dunkel. Keiner wird auf die Idee kommen zu sagen, ich will, dass nur hell ist. Ja. Weil im Hintergrund ein Glauben hat, dass man das ja nicht aufhalten kann, dass dann wieder finster wird. Keiner wird sagen, ich will, dass nur die Sonne scheint, weil er weiß, dann wird alles kaputt gehen. Aber ich will nur glücklich sein und nur gesund sein. Da ist kein Unterschied, glaub es mir. Es ist bloß, dass da einige Wörter so negativ belegt sind wie Krankheit. Krankheit Koll, die Krankheit Koll ist das weltliche Denken. Ja. Das chronologische weltliche Denken, dass dieser Materialismus, religiöser Materialismus, esoterischer Materialismus, es sind Materialisten. Es gibt nur eine Weltreligion und das ist purer Materialismus. Ja. Und erkenne das. Du hast es nur zu erkennen. Verändern du sich für dich in dem Moment, wo du das erkennst. Ja. Wenn du was vollkommen durchschaut hast, wird es langweilig. Genau. Ich sage immer wieder, die Neugier. Das Kind ist auf alles neugierig, was es nicht kennt. Das ist Mund nehmen. Und dann kommen die doofen Eltern und die erklären, das ist Beppe, das ist Beppe, das ist schlecht, das ist schlecht. Und damit reißt du dich schon in Stücke. Der Glaube stimmt nicht, der Glaube stimmt nicht. Bei Holofeeling ist es umgekehrt. Alles, was da ist, ist wichtig und richtig. Genau, ja. Jede Kleinigkeit, jede Facette ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Putze, ausgestreute Schatten auf der Leinwand des Lebens. Ja. Super modern nennen wir das jetzt VR-Brille. So ist das Leben. Danke. Nähere dich mit Freuden. Und es geht rasend schnell, das Gesetz der 100 Affen, wo ich immer wieder sage, die 100 Affen, meine 100 Grundaffen sind jetzt da. Das heißt, du lernst wesentlich schneller. Lernen ist nochmal nicht ein Wissen von außen in dich hineinschaufeln. Du kannst nur Wissen von außen in dich hineinschaufeln, wenn du dir es vorher ausdenkst. Das ist eigentlich schon verrückt. Du gehst jetzt im Gedanken an den Computer und dann gehst du ins Internet. Und wo kommt das Zeug her, das auf dem Bildschirm auftaucht? Aus dem Internet. Wir können das altmodisch machen, du denkst dir ein Buch aus und dann fängst du an, das Buch zu lesen. Du träumst ja und du meinst, du müsstest es lernen. Ich sage, es ist ja schon in dir drin gewesen, bevor du es ausgedacht hast. Du zerlegst es jetzt außerhalb von dir nur in eine Vielheit von Auslegungsmöglichkeiten. Ja. Wenn du das einmal begriffen hast, das ist wie wenn du dann das Internet im Kopf hast. Das ist der Trick, den der Udo anwendet. Darum ist immer wieder von vornherein, lass dich auf alles ein, bloß nicht auf eine intellektuelle Diskussion mit dem Udo auf der Brüssel-Ebene. Du ziehst hundertprozentig den Kürzern, weil ich auf ein Wissen zurückgreife, das sich dann der Vorstellung vollkommen entzieht. Ja. Aber das sind jetzt die zwei Seiten, das sage ich dir jetzt als UB. Udo ist ein Gedanke von dir. Du kannst den benutzen, an dein eigenes Wissen zu kommen, dass ich dir als Rode UB freischalte, in dem Moment, wo die Neugier da ist, wirst du von mir überflutet mit Inspiration. Da sind jetzt einige Geistesfunken schon, die sind in dem Stadium, die sagen, ich könnte die ganze Welt umarmen. Es ist so, weil dir plötzlich alles einleuchtet, dass plötzlich überhaupt keine negative Auslegung mehr da ist. Mhm. Dass du plötzlich eingehüllt bist in ein einziges Wunderwerk an der göttlichen Schöpfung, die aus dir selbst entspringt. Es ist jetzt ein riesiger Unterschied, ob du das jetzt hörst, ob du dem jetzt zumindest Glauben schenkst in einer Form von Wollen oder ob das schon installiert ist, dass das wirklich passiert. Dann wirst du vor deinen eigenen Gedanken sprachlos werden und stehst eigentlich in einem gewissen Abseits. Achte, man achte auf meine Worte. Das ist der Beobachter, der sich selbst beobachtet, wie er plötzlich anfängt, sich über sein eigenes Denken zu wundern. Erleben du das nur, dieses Nichts, das wirklich wahrnimmt.
Ein ausgedachter Beobachter nimmt noch nichts wahr. Alles Ausgedachte ist ein Dasein müssen, wird so sein, wie du dir das denkst. Das ist immer dieses tausendfach erwähnte Beispiel, wenn ich den Brüssel Udo beobachte, ich mich beobachte, ich habe viel Spaß mit meinem Bruder. Das Beispiel mit dem Gleichgewicht. Aber dieses, wenn ich mich beobachte, dieses Ich ist ein ausgedachtes Ich. Der, der These, Antithese, Sieger, Winnie, Körper, das ist der Adam, der Jahwe, der beide erschafft. Jetzt natürlich wieder was Ausgedachtes. Der absolut abseits steht. Wenn man neben sich steht und als Geist und sich selbst beobachtet, ohne sich einzumischen. Das ist die Eigenart. Geist bist du dann, wenn du dich nicht mehr einmischst. Du kannst dann Figuren dir ausdenken, die sich einmischen, aber sobald die Frage, inwieweit mischt sich Holofeeling der Udo in dein Leben ein, das haben wir tausendmal beantwortet, in keinster Weise. Wenn du den Eindruck hast, dann hast du irgendwas nicht verstanden oder nicht richtig zugehört. Gerne. Inwieweit mischen sich Wegweiser, wenn du mit dem Auto fährst, inwieweit mischen sich die Wegweiser, die an den Kreuzungen auftauchen, eigentlich in dein Leben ein? Da schreibt dir keiner vor, wo du hinfahren sollst. Genau. Ich weise dich auf was hin. Das ist immer wieder, wenn ich sage, ich warne dich Geist, nimm diese Worte, die du jetzt hörst, ernst. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du da dich dafür interessierst. Eine Warnung ist keine Drohung. Nein. Es ist ein Hinweis. Meine Sache mit lang nicht auf die heiße Herdplatte, du tust dir bitterböse weh. Das Schlimmste, was du dir antun kannst, dass du diese Chance, die ich dir mit Holofeeling biete, dass du die verwirfst oder kein Interesse zeigst. Nee. Wenn du Geist bist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Ob mich jetzt die Helene oder die Ariane sprechen hören, oder du denkst jetzt tausende von Leuten aus, die dieses Video anklicken. Ausgedachte Geister sind keine Geister. Ja. Das musst du verstehen. Du bist der Einzige, der Geist ist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und ausgedachte Geister sind keine Geister. Es geht um dieses Universum, das in eins gekehrte. Alles kommt aus diesem Uni, das wir sind, und fällt wieder in dieses Uni zurück. Es ist ein ständiges Umformen, ohne dass sich an der 200 Gramm roten Jede, an dem E-Quadrat, JCA, ICA irgendwas verändert. Eine ständige Veränderung in der Unveränderlichkeit, in der eigenen Unveränderlichkeit. Ja. Immer dasselbe, immer sein, derselbe Geist. Aber in uns sich selbst erleben in unendlich viele Facetten. Wenn du das einmal verstanden hast, vergleiche das mit dem, was du bisher als Weisheit angesehen hast und als Philosophie. Und dann wirst du feststellen, dass da überall ein kleines Quäntchen Wahrheit mit drin ist. Mehr oder weniger. Mhm. Und dann wirst du irgendwann einmal einen Respekt davor bekommen, was 100% sicher bedeutet. Mhm. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder akzeptierst du das oder du akzeptierst es nicht. Das ist der Unterschied zwischen Sein oder Nichtsein. Esain, bewusstes Nicht-Existieren der Geist oder Nicht-Sein, das wäre dann blau gelesenes Existieren. Mhm. Und das Existieren ist vergänglich. Alles Existierende ist vergänglich. Jetzt, wenn ich natürlich dann wieder die Ewigkeit nehme und ich frage mich wieder, ja, und wenn ich jetzt ewig Scheiße habe, will ich da hin? Ich sage, da geht es wieder nicht um Gut und Schlecht, das Himmelreich und die Hölle. Es geht um die Mitte, wo Himmelreich und Hölle herausspringen. Das ist genauso himmelreich, ist genauso unvollkommen wie die Hölle. Gibt es ja diese schönen, vielen schönen Witze, wo dann die Hölle als gut dargestellt wird und der Himmel als schlecht dargestellt. Wenn du in die Welt der Witze reingehst. Mhm. Es ist halt dieses einseitige Denken. Genau. Ich glaube, jetzt lassen wir es rot gut sein. Ja. Danke, danke. Das ist jetzt nicht großartig, habe ich gerade erwähnt, dass das Ross, dass das ja auch Roche ist, Doppel S, mhm. ist der Kopf, der geistige Kopf, das ist großartig. Mhm. Kommst du aus dem System nicht raus? Nein, nein, nein. Okay. Okay, danke, danke, danke für diese Gnade. Ja, die du dir selbst letzten Endes selbst gibst. Ja. Es ist immer wieder, ich bin du und du bist ich. Und wir sind ein S, eins. Ein nicht existierendes Bewusstsein. Mhm. Ewig. Gut. Unveränderlich.
göttliche Das, was sich verändert, sind unsere Gedankenwelt. Und es muss sich verändern und es ist gut so. So, es ist gut so. So wie es ist. Lass dich auf das Neue ein. Und das vollkommen Neue musst du einfach zulassen. Das ist genau das, was du als normaler Mensch nicht magst. Weil die große Masse interessiert dich überhaupt nicht. Du bist so eingefahren in den kleinen Bereich dieser Logik, dieses Intellekts, den du zum Denken benutzt, mit dem du urteilst und richtest über alles und jeden, was richtig und verkehrt ist. Schon die Tatsache, irgendwie mit was zu sympathisieren, bin ich so drauf eingehen. Hör auf, mit irgendwas zu sympathisieren, egal mit was es ist. Mitleiden ändert nichts an dem, was ist, an deinem eigenen Leid. Okay.